Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Und wir, das sind die Feramin als Samantha di Toreador. Moment. Hallo? Und der Kakko als Bruce der Gangrel. Nabend. Und der Rerion als Ronan der Tremere. Hey. Und last but not least, Mondi als Scarlet, die nicht so richtig typische La Sombra. Hi. Doch. Wie viele Punkte hattest du in diesem La Sombra Bingo auf Twitter? Also ich hab ein Bingo hingekriegt, aber es war knapp. Ach so, okay. Also wenn man Bingo hinkriegt, ist man, glaube ich, schon normaler. Wer das nicht kennt, schaut mal auf Twitter. Ich weiß gar nicht, wer postet das immer? Ich glaube, der offizielle World of Darkness, Wird Account, aber auch ne? viel von Retweet, also viel retweetet von Jason Karl und dem ganzen Stuff da drumherum. Ja, da gibt es für alle Clans Bingos. Also könnt ihr eure eigenen Charaktere mal versuchen, ein Bingo hinzubekommen. Vorsicht, die sind aber ganz stark auf dieses LA by Night abgestimmt. Nicht allgemeine Lore, sondern speziell halt auch, da sind Sachen drin von der Vampire-Serie. Ach ja. Die müssen sich Sollte. auch an den Kanon halten. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und wir sind heute in Wow, was ist 43. Folge. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Folgen hinbekommen. Wir spielen jetzt schon fast zweieinhalb Jahre. Ein Viertel bestimmt, ne? Ab über 2 Jahre. Wir haben am 1. Oktober damals angefangen. Dann Das knapp 1. über zwei. Oktober 2018. Gut, dass bei Feramin als diejenige dabei haben, die sich solche Sachen merken kann. Ich kann das irgendwie nie. Ja, schön. Das ist so. Wir sind auch bald bei der zweiten Elysiums-Folge. Mal gucken, ob die genauso episch wird wie die erste. Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ist die nächste Folge eine Elysiums-Folge. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Ja, kurz bevor wir irgendwie anfangen, wir spielen in der World of Darkness. Die ist per Definition eine Welt voller Dunkelheit, haha. Und deswegen können Thematiken und Plotstränge und Handlungsweisen und alles Mögliche vorkommen, das nicht so schön ist. Und ja, bitte passt auf euch auf, wenn ihr euch irgendwas angreift, antriggert oder so, schaltet lieber aus, schaut irgendwas anderes, spult vor oder zurück, wenn ihr es als Video guckt. Zwingt euch nicht hier alles durchzugucken. Passt auf euch auf, ist, glaube ich, ein gutes Sache. Wir nehmen euch das nicht krumm, wenn ihr kurz abschaltet oder so. Ja. Und ja, falls die Leute stark im Metaplot verwurzelt sind von der World of Darkness und alles immer ganz genau nehmen, seid ihr hier, glaube ich, nicht ganz so richtig, weil wir machen so unser eigenes kleines World of Darkness-Ding. Also, falls ihr da super Hardcore-Meta-Kenner, Möger seid, stellt euch mal darauf ein, dass ihr ein bisschen was nicht so typisch ist, was man auch schon an den Charakteren sehen kann. Ja, der Ronan hat schon einigen Fleck bekommen für den untypischsten Tremere, den es gibt. Zum Beispiel. Oder ja. Theoretisch ist ja keiner von uns Clans typisch. Das stimmt. Zufall? Fragezeichen. Untypisch ist auch das Setting, in dem wir spielen. Wir spielen in der Stadt ohne Namen, die irgendwo verortet ist an der Grenze zu Mexiko in schönen Bundesstaat Texas. Und wir spielen 2019 und wir sind Ende Januar ausgestiegen, das letzte Mal aus der letzten Session. Ich würde jetzt ganz gerne einen kleinen Sprung machen mit euch, ein paar Wochen nach vorne, weil die Charaktere haben jetzt einiges herausgefunden in den letzten Tagen des Januars, war ein bisschen viel auf einmal und ich denke, das muss man erstmal sacken lassen. Und Sam als Harp hier der Stadt hat auch einiges vorzubereiten für das Elysium. Ich denke, die anderen werden ihr dabei tatkräftig zur Hand gehen.
Und im Off, also in unserer Discord-Gruppe, haben sich meine Spielerinnen und Spieler auch ganz toll schon einen Plan zurechtgelegt, wie das denn alles aussehen soll und so. Danke nochmal an Feramin und Rerion für die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Danke, danke. Cool, coole Sache. Genau, und Malcolm ist sehr clanstypisch, sagt der Zwerg-Paladin. Bist du dir da sicher? Ja, jetzt hat der Zwerg-Paladin mich rausgebracht. Wo war ich? Ach ja, ich wollte ein bisschen beschreiben, wo wir beim letzten Mal irgendwie ausgestiegen sind. Falls ihr dann irgendwie da neu zukommt. Sie haben, wie gesagt, diese Stadt, die keinen Namen besitzt. Es scheint auch irgendwie die Menschheit, die dort lebt, nicht zu stören, dass es so ist. Die Vampire haben es inzwischen rausgekriegt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, aber auch sie wissen nicht, was da genau vor sich geht. Was unsere Vampire rausbekommen haben, ist, dass die Stadt umhüllt ist von einer Barriere, die dafür sorgt, dass Vampire die Stadt nicht verlassen können. Zumindest nicht einfach so, denn dass es Mittel und Wege gibt, die Stadt zu verlassen, habt ihr ebenfalls herausbekommen. Wie genau das funktioniert, wisst ihr nicht. Ihr habt nur grobe Andeutungen bekommen von Sams Erschaffer, von seinen Notizen, dass es ganz viel benötigt, um herauszubekommen. Und ebenfalls die Erschafferin von Jelly, die hat ebenfalls die Stadt verlassen können mit der Hilfe von Václav Prnava, einem Tremere-Vampir, oder auch nicht, der in der Stadt zu Gast ist, also Gastrecht, weil er nicht eigentlich in der Stadt verortet ist und anscheinend Mittel und Wege kennt, immer wieder her und raus und reinzukommen. Und die aber nicht gewillt ist zu teilen, wie Ronan und Scarlett irgendwie versucht haben, es ihm aus der Tasche zu leiern, aber nein, er möchte nicht. Und beim letzten Mal hat Samantha außerdem mit ihrer Clansprimogen gesprochen, in der Hoffnung, sie könnte als Kind des ehemaligen Prinzen doch vielleicht irgendwas über die Stadt wissen oder über die Barriere oder was da auch so los ist, hat dann festgestellt, dass diese Person doch ein bisschen mehr Klischee-Toreador ist, als sie sich das irgendwie wünschen würde. Entweder das oder sie spielt eine verdammt gute Rolle. Denn irgendwie schien sie mehr Interesse zu haben an Kunst, Musik und allen schönen Dingen und an Politik und was Weltgeschehen so überhaupt nicht. Und auf Nachfragen, was denn mit ihrem, mit dem Prinzen damals war und was ihn so umgetrieben hat und so, da konnte sie halt auch nicht so viel zu sagen, weil sie die eigentliche Antwort meistens so verklausuliert, aber im Prinzip immer lautete, ach ja, was der gemacht hat, das hat mich nicht so interessiert. Was für Sam wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend war, denn da gab es nichts an Informationen zu holen. Ja, währenddessen hat sich Scarlett unterhalten mit Prnava und hat einen Deal mit ihm gemacht. Ihr sollt diesen Rätselwürfel, den ihr bei der Primogen der Tremere gefunden habt, in der ein Messer drin war, ein Rasiermesser, was ihr euch im Herumrätseln auch herausgenommen bekommen habt. Prnava möchte das haben. Und tauscht das bei Scarlett gegen das Wissen oder die Möglichkeit, mit Ronans verstorbener Frau zu reden. Und denke mal, dass wir, wenn wir jetzt ein bisschen einen Zeitsprung machen, der Austausch auch vonstatten gegangen ist. Also Prnava hat den Würfel bekommen und Scarlett hat ein Artefakt bekommen, mit der sie die Geisterbeschwörung vollziehen kann und alle Ritualsanweisungen, wie das auszusehen hat. Denn Prnava möchte die Stadt ja verlassen und ist dann nicht zugegen, um dich da irgendwie genau einzuschulen. Hat dich aber nochmal darauf hingewiesen, dass das ganz gefährlich ist und so. Und ihr hattet beim letzten Mal auch entschieden, dass ihr den guten Prnava bescheißen wollt, denn ihr wolltet das Messer rausnehmen aus dem Würfel,
weil der Panava hat ja nur nach dem Würfel gefragt und nicht nach dem Inhalt. Und ich fand auch, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Zwergpaladin war es, der es in die Kommentare geschrieben hat. Seid froh, dass der Panava euch nicht genauso bescheißt. Und sagt, hier Scarlett, du wolltest doch mit Ronins Frau reden. Ja, vielleicht später nochmal. Das war eine gute Idee, Zwergpaladin. Das behalte ich mal im Kopf. Ja. Genau. Immer her mit solchen Ideen. Ich nehme die ganz gerne. nehme die gerne auf. Genau. Außerdem habt ihr euch. Oh, danke schön, Rick Schnu für Scarlet Crawl. Außerdem habt ihr euch in der Bibliothek bei Scarlet unterhalten, als Panava gegangen ist, über ja, die Ergebnisse. Und dann gab es eine Auseinandersetzung zwischen Sam und Scarlet, was Sams beste Freundin, die seit vor kurzem in die Stadt gezogen ist, angeht. Während Scarlet Sam darauf drängen möchte, sich doch mal um ihre Freundin zu kümmern, lehnt Sam das komplett ab und würde sie am liebsten, naja, wieder aus der Stadt heraus ekeln. Und ja, das Ganze wurde dann belauscht von dem Dicken, einem Nosferatu, der bei Scarlet in der Bibliothek wohnt, den er die ganze Zeit auch immer vergessen hatte, dass er da irgendwo herumstromert. Ja, aber der hat sich zumindest angeboten, dass er ein Teil des Problems Lösungs, ein Teil der Lösung des Problems sein möchte, aber da seid ihr soweit gar nicht groß drauf eingegangen. Genau. Habe ich noch irgendwas mit Bruce vergessen? Bruce hatte beim letzten Mal gar nicht so viel zu tun, ne? Ist nur mit Boogie durch die Bibliothek gelaufen und ja, kam es etwas deplatziert vor, glaube ich. Ich möchte betonen, dass Scarlett wirklich entrüstende Gerüchte über Ronan verbreitet hat und das nur, weil das er... Das waren alles Tatsachen! Und das nur, weil er verhindern wollte, der Guten auf den Hals zu starren. Ja, also Ronan ist sehr hungrig gewesen und hat die beste Freundin von Sam doch ein bisschen gierig angeschaut. Hat sich selber gezwungen, nicht auf die Halsschlagader, sondern auf die Brüste zu schauen, was von dieser Person dann ein bisschen falsch interpretiert worden ist. Naja, man kann ja auch mal auf die Füße gucken. Oder richtig, je nachdem. So, wenn sie gefragt hätte, hatte der Hunger? Schon. Ja. Gut, also während der Wochen, ich sag einfach jetzt mal, wir springen jetzt einfach mal einen kompletten Monat vielleicht nach vorne. Das habt ihr sehr viel Zeit gehabt, irgendwie Dinge zu tun und nicht zu tun. Scarlett hat sich wahrscheinlich mit dem Artefakt und dem Ritual befasst. Sam hat die ganze Planung erledigt, weil das Elysium ja in ihrem Club stattfinden soll, der jetzt auch in den letzten Zügen liegt. Also nur noch die letzten kleinen Dinge müssen verbaut werden oder letzten kleinen Feinarbeiten. Im Großen und Ganzen ist das Ding fertiggestellt. Vielleicht müssen hier und da noch ein paar Vorstellungsgespräche geführt werden mit menschlichen Mitarbeitern, sofern du die haben möchtest. Wenn du keine menschlichen Mitarbeiter haben möchtest, müsstest du gucken, dass du Vampire bekommst. Bruce hast du ja schon als Sicherheitschef. Aber ich denke... Es sollen durchaus menschliche Mitarbeiter sein. Und jeder von denen kann mal in dem Genuss von meiner einen Präsenzkraft. Also ich finde mich alle ganz toll. Weil man weiß nicht, wenn man sie brauchen kann. Das sowieso, ja. Genau. Was haben Ronan und Bruce in den 4 Wochen angestellt? Also von Sam und Scarlett weiß ich das ungefähr. Aber von euch beiden jetzt noch nicht so. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so behaupten, Rayon, haben wir dann Kontakt hergestellt für Ronan zu der örtlichen Polizei, was sich vermutlich auch sehr gezogen hat, weil er ja, da sind ja nochmal nicht so viele Polizisten leider, deswegen wird das auch sehr müßig gewesen sein, ja, durch einen guten Freund von mir, den Bruce sowie alle seine treuen Bekanntschaften aus dem Pub kennt, denn Bruce' Vergangenheit war recht traurig. Aber hat den örtlichen Polizeichef als guten Kumpel und über den hat er dann quasi
Ronan mit so einem Alias, als also Ronan hat sich als, als Meisterdetektiv getarnt, ist er sowieso, der sich dafür interessiert, also der extra dann quasi in die Stadt gekommen ist wegen dem Aschemörder, das hat ja große Schlagzeilen gemacht. Und ja, das alles damit der gute Ronan als Sheriff auch ein paar Kontakte knüpfen konnte zu den örtlichen Behörden eben, damit er eben da einerseits Informationen kriegt und andererseits auch vielleicht ja, einen oder anderen Gefallen mal da locker kriegt. Und ansonsten, Bruce ist ja dabei, seinen Streichelzoo aufzubauen, seinen inoffiziellen. Hab ja schon Pongo akquiriert, den krassesten Straßenhund der Stadt ohne Namen. Und ja, wird sich da halt so. Ja. Er wird sich da wahrscheinlich dann auch noch so ein, zwei andere Hunde geschnappt haben. Oder generell halt sich so ein paar tierische Begleiter gesucht haben, weil nach dem, ja, nach seinen Erfahrungen und nach tatsächlich auch seinem Gespräch so also ein bisschen mit Malcolm, das könnt ihr nachsehen, wenn ihr Patron seid, glaube ich. Ist ihm so aufgefallen, dass also Menschen generell sind irgendwie kacke und auf die Tiere konnte er sich bisher immer am besten verlassen. Deswegen suche ich mir da jetzt mehr Bekanntschaften. Ja. Okay. Ich würde sagen, das kann man prinzipiell so stehen lassen, plus dass Ronan Sam auf jeden Fall dabei geholfen hat, nochmal einen kompletten, übelsten Crashkurs in Camarilla-Lore, Benimmetikette, was könnte als Angriff gewertet werden? Was schließt man besser von vornherein aus, dass man die Toreador nicht neben den Nosferatu setzt? Also Kleinkram, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wo es vielleicht ganz gut ist, den mal einmal durchzuexerzieren. Und ja, halt so ein bisschen halt noch die Sicherheitsplanung dann auch vermutlich zu dritt gemacht haben mit dem Club, an was man denken sollte, gerade wenn man übernatürliche Gäste vielleicht anlockt. Und die generellen Regeln eines Elysiums. Ja, ich denke mal, damit war auch großartig beschäftigt. Was Jedi für Unsinn macht, werde ich vermutlich noch erfahren. So viel zu, da, sie ist nicht untätig in der Zeit. Mhm, ja, ich weiß. Das weiß ich. Ja, mehr darüber könnt ihr übrigens im nächsten PDF auf Patreon lesen. Sonst. Hat er noch irgendwas in dem Monat gemacht? Ich glaube, sonst hat er, also ich fände es ganz logisch, wenn er mit Joe schon mal ein paar Sachen durchgegangen wäre. Also so zur Amtsübernahme inoffiziell, so ein bisschen. Also ja, das Gespräch können wir gleich gerne machen. Also wenn er halt noch ein paar Sachen hatte, dass man darauf eingeht, ne, so. Ja. Ja. Okay. Kannst du dir auf die Liste setzen, wenn du möchtest, dass wir das ausspielen? Ist mir beides recht. Mhm. Und ich denke mal, damit war man auch schon eigentlich ziemlich beschäftigt. Und halt, dass Ronan viel geübt hat, ne, mit seiner neuen Fähigkeit, damit er da klare Sachen kriegt. Also wird, vor allen Dingen wird er dann alte Sachen von sich berührt haben, wo er halt weiß, was er damit verbindet, um da sich ein bisschen besser fokussieren zu können. Keine Ahnung, die Kinderzeichnung von ihm oder so, an die er sich halt bewusst erinnern kann, aber wie sehr man da wirklich eintauchen kann und so weiter und so weiter und so fort. Was habt ihr mit dem Messer gemacht? War nicht die Idee, dass, also wir hatten ja sowieso den Plan, dass wir das nochmal in so eine extra, also jetzt nicht in die normale, aber in so eine extra Kiste packen. Ich glaube, das sollte dann in den Tresor der Bib, oder? Nee, in der Bib nicht, sondern bei Sam, in glaube ich, ne? Ah, oder so. Genau. Ah, oh, okay, ja. Auf jeden Fall, ja, und also wollte sich das noch irgendwann mal ansehen, das Messer. Entweder halt in der Folge oder sonst, also wenn, er wollte sich halt erst ein bisschen fokussieren lernen, damit das halt ein bisschen besser klappt. Können Hast du ja gucken. Jetzt genug Zeit, zwischendurch das zu üben, ein bisschen, ja. Wir gucken, wie es dann zeitlich passt. Gut.
Also dann sieht man wahrscheinlich Ronan und Scarlett, die den ganzen Monat über fast gar nicht, also bis auf Sam, die Ronan halt quasi beheimatet, in Anführungsstrichen, und halt ja auch Unterweisungen bekommt. Bruce ist ja in den Straßen unterwegs und sammelt jedes obdachlose Tier ein, was sich ihm da so quer über die Füße springt. Wobei mir noch eingefallen ist, ich wollte ja noch Kaniten-Nachhilfe bei Scarlett mir holen, je nachdem, ob die da Zeit für hat. Damit das nicht ganz, damit das nicht immer so unangenehm ist, dass Bruce keine Ahnung hat von nichts. Ja. Und Ronan hat noch die Polizeisache mit Bruce gemeinsam. Das wird auch ein bisschen was dauern. Was macht Sam noch irgendwas Spezielles? Ich glaube, die Planung vom Elysium und dann, weil, wie gesagt, es involviert ja einige Gespräche mit Ronan, sicher auch einige Gespräche mit Bruce oder mit allen drei zusammen. Die ganzen letztes Ding, was Innenausstattung vom Club angeht und Einrichtung und die Vorstellungsgespräche da mit Leuten, weil wir auch gesagt hatten, wir gucken vielleicht so ein bisschen, ob wir auch irgendwelche Leute aus dem Krankenhaus bekommen oder da Angestellte, die irgendwie so ein bisschen medizinische Fachkenntnisse oder sowas haben, die mit in der Sicherheit sind oder so. Also Leute, die sich einfach da noch vielleicht was dazu verdienen wollen, und das wird, glaube ich, schon relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Und vor allem, nachdem Sandra jetzt in der Stadt ist, wird sie nicht in der Stadt großartig rumlaufen, wenn sie es vermeiden lässt. Mhm. Gut. Ich würde vielleicht dann ganz gerne mit Sam anfangen, weil eine Sache, die du wahrscheinlich während der nächsten 4 Wochen auf jeden Fall gemacht haben wirst, ist, dich mit dem Prinzen auseinanderzusetzen, weil das Elysium muss ja nicht nur von dir geplant werden, sondern auch mit dem Prinzen gemeinsam. Und deswegen wirst du vorgeladen bei der guten Sabra Ortiz, dem Ventru-Prinzen der Stadt, in dem kleinen Anwesen auf dem Hügel, das nur so von geklotzter Goldprunk strotzt. Man könnte meinen, sie hat sich ein bisschen was von den russischen Oligarchen abgeschaut, die immer so ein bisschen auf Pomp und Protz stehen. Hauptsache, irgendwo alles so eine goldene Zierleiste dran. Sonst zählt es nicht viel. Und das letzte Mal war Sam ja auch schon mal hier gewesen. Da hattest du den Eindruck, es war noch nicht alles so verpompt, wie es jetzt ist. Irgendwie scheint das irgendwie ausgebaut worden zu sein. Ja, sie sitzt wie immer an dieser langen Tafel auf diesem thronähnlichen Stuhl, empfängt dich dort, darfst dich an die andere Ecke von der langen Tafel setzen. Und sie wirkt ein bisschen außer Atem oder so, ein bisschen beschäftigt, als du eintrittst, ist über ein paar Papiere gebeugt. Ihr habt mich eingeladen? Ah, Samantha. Sehr schön. Setz dich. Wir müssen das bevorstehende Elysium miteinander besprechen, nicht wahr? Dieser Club ist doch jetzt auch fertig. Zumindest sagen das die Rechnungen. Noch ein paar Sachen, die letzten Stühle zurechtrücken, die Bar nochmal umsortieren, aber im Großen und Ganzen, ja. Ach, es sind schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten. Inwiefern? Na, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber der Sehneschall ist verschwunden und ich muss alles selber machen. Das ist mir schon zu Ohren gekommen, ja. Wirklich ein Jammer. Ronan hat da so schon eine Nachfolge im Raum? Ronan hat da so Andeutungen gemacht. Aber hat sich ziemlich kryptisch ausgedrückt. Naja. Gut. Nachfolger für den Seelenschall. Ich denke, das müssen wir auf jeden Fall mit auf die Tagesordnung nehmen. Das ist ein guter Punkt. Es steht bereits drauf. Oh, sehr schön, sehr schön. Falls du nicht schon vorab jemand bestimmen möchtest. Also ich habe Ernennung aufgeschrieben. Ich weiß nicht. Hast du einen Vorschlag? Alles. Bruce.
Lass mich da noch mal drüber nachdenken. Du bist gemutet, Koali. Lass uns doch mal die ganze Liste durchgehen. Was haben wir an Tagesordnungspunkten? Also den Sehneschall, das würde ich schon als ziemlich wichtig behalten hier. Immer davon ausgehend, dass sie verschwunden bleibt. Aber Ronan meinte irgendwas von, ich sollte mal damit rechnen. Er hat da so kryptische Andeutungen fallen lassen. Aber ich meinst du, sie ist aus der Stadt weg? Mit Pnava zusammen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Pnava nicht auf Schritt und Tritt verfolgt, also. Das wäre ja tun. Die einzige Möglichkeit. Wäre auch nicht das erste Mal, dass Pnava mit irgendeinem von uns hier raus verschwindet. Aber Ernennungs-Eneschall natürlich, ist schon auf der Liste. Zumindest vorübergehend. Falls Amanda wieder auftaucht, können wir das ja wieder rückgängig machen. Also vielleicht Eneschall in Abwesenheit oder so. Mhm. Kommissarische Eneschall. Ich muss noch mal ein Wörtchen mit Ronan sprechen, diese kryptischen Sachen müssen aufhören, aber er ist halt schwer beschäftigt, dieser Schriftsache. Nun, vielleicht hat er sich deshalb auch kryptisch ausgedrückt, um einfach, damit er nichts an falsche Ohren gerät. Ich glaube, Ronan ist sehr auf Sicherheit bedacht, vor allem nach diesen Vorfällen in der Neujahrsnacht. Das ist auch gut so, dafür ist er ja Sheriff. Von daher ist es vielleicht manchmal besser, Dinge kryptisch auszudrücken, bevor sie an die falschen Ohren gelangen. Und wir wissen doch alle, dass es hier in dieser Stadt mehr als eine Gestalt gibt, die in dunklen Ecken herumstehen und nicht gesehen werden. Ja. Better safe than sorry. Vielleicht hast du recht. Okay, also Seneschall in kommissarischer Besetzung. Ja, sehr gut. Dann würde ich diese Sache mit der Brucha-Primo gehen. Wie hieß sie noch? Angela. Angela, genau, ja. Diese aufgetakelte da, die Rockabilly-Frau. Sie und ihr verschwinden? Verschwinden, ja, genau. Was dazu speziell darf ich notieren? Wir müssen schauen, dass wir das aufgeklärt bekommen. Also alle sachdienlichen Hinweise sollten eingehen bei Ronan, denke ich. Und wir sollten das zur obersten Aufgabe der Bewohner dieser Stadt machen, dass jeder nach ihr sucht. Weil das ist ja kein angehendes Ding, dass hier ständig irgendwelche Leute verschwinden, wenn die in Machtpositionen, die ich eingesetzt habe, sind. Also das. Meinst du, dass jemand versucht, dich zu sabotieren? Zieht so die Augen kraus. Weil so wie du es das sieht fast so aus, dass Personen verschwinden, die du eingesetzt hast, scheint ja fast so, als würde jemand versuchen, dich zu sabotieren. Sieht fast so aus. Ich befürchte, dieses Elysium wird ähnlich spannend wie das letzte. Nun, da es keinen anderen Brucher in der Stadt gibt, werden wir auch diesen Posten dann kommissarisch besetzen. Ich denke, der geht, wie das in dieser Stadt üblich ist, wieder an die Banu Hakim und damit an Malcolm. Dürfte ich dir einen kleinen Vorschlag machen? Gerne. Ich würde vorschlagen, dass wir auch Adam, den Sire von Angela, zu diesem Elysium einladen. Meinst du, er hat damit was zu tun? Bitte? Meinst du, er hat damit was zu tun? Immerhin, es gehen die Gerüchte rum, dass die Anarchen einen Krieg anzetteln. Ich glaube nicht wirklich, dass er etwas damit zu tun hat. Ich fände es gut, ich meine, er kennt Angela wahrscheinlich mit am besten. Vielleicht kann er uns dabei helfen.
Oder weiß, wo sie, falls... Ich würde es einfach gut finden, wenn wir quasi auch jemand von ihrem Clan, sie ist quasi auch, ja, ich weiß, Anarch und Camarilla, es ist schwierig, aber irgendwo, und wie gesagt, sie ist sein Kind. Ich fände es gut, ihn auch zu hören. Außerdem hatten wir auch gesagt, der Club soll ja auch ein Platz sein, an dem jeder willkommen ist, auch die Anarchen. Und von daher fände ich es nur gerecht, wenn wir Adam und, sagen wir, zwei Begleiter auch zu dem Elysium einladen. Damit sie auch ihm... Ein Sicherheitsgefühl, ich verstehe schon. Ja. Und es ist ja beim letzten Mal auch gut gegangen. Adam hat seine Leute durchaus im Griff. Es gelten die üblichen Spielregeln. Ja, dann weise bitte Ronan an, dass er die drei im Auge behält. Das wird er auf jeden Fall tun. Da bin ich mir absolut sicher. Aber ich finde die Idee schön. Die Camarilla ist ja mit offenen Armen in dieser Stadt. Wir sollten das auch nach außen hin so transportieren. Offen für alles. Nicht wirklich für alles, aber ein offenes Friedensangebot für die Anarchen. Du würdest damit wirklich ein Zeichen setzen. Ich notiere es, dass Adam und zwei seiner Begleiter. Dann können wir ihn verhören im... Also das heißt verhören, also anhören im Falle einem Angela, ja. So viel zu tun. Was wir vielleicht auch noch auf die Tagesordnung setzen sollte, ist die Sache mit diesen Thin Bloods, die hier geschaffen werden. Ja, das habe ich auch schon gehört von Victoria. Ja. Ja. Die ja eine nicht unerhebliche Gefahr für uns darstellen. In der Tat. Also Thin Bloods können wir nicht dulden in der Stadt. Das ist ja fürchterlich. Anarchen sind die eine Sache, aber Thin Bloods... Die Anarchen sind wenigstens von unserer Art. Auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt dieselbe Gesinnung politisch teilen, ja. Richtig. Außerdem sind Thin Bloods ziemlich gefährlich. Niemand weiß genau, was sie tun und lassen. Ich habe gehört, einige sollen sogar im Tageslicht herumlaufen können. Sehr bedrohlich. Ja. Apropos, wie sieht das mit Absicherung für den Club bei dir aus? Hast du schon einen Ghoul für dich ernannt? Oder? Ich habe andere Mittel und Wege. Sehr fahrlässig, wenn du mich fragst. Aber gut, du musst ja wissen. Mein Clan hat gewisse Fähigkeiten, die ich durchaus dazu einsetzen kann. Verstehe. Also, dann machen wir hier Thin Bloods. Ja. Was mir noch einfällt, hatte diese, wie hieß sie noch, diese Bucher, eben hatte ich es doch noch. Dr. Angela? Angela, genau, ja. Hatte die nicht einen Ghoul? Ja. Was ist mit dem eigentlich? Hat den schon jemand verhört? Ihr Ghoul scheint bei dem Überfall ebenfalls verschwunden zu sein. Ich weiß, dass Ronan nach ihr gesucht hat, in der Hoffnung, dass sie uns dass sie uns vielleicht mehr darüber sagen kann. Ich muss allerdings noch nachfragen, ob er damit Erfolg hatte oder ob sie, so wie Angela, auch verschwunden ist. Verstehe. Muss daran arbeiten, dass mir sowas schneller zugetragen wird. Also, der Ghoul von Angela ist auch verschwunden. Okay. Dann sollten wir den auch mit auf die oberste Suchliste stecken. Ich kann, dass hier ein herrenloser Ghoul herumläuft und irgendwelche anderen Vampire nach Blut fragt. Das wäre jetzt auffällig. Nun, wie gesagt, ich halte es, nachdem sie gleichzeitig verschwunden sind, und ich glaube, sie haben sich bei dem Überfall auch gerade zusammengefunden, halte ich es auch für denkbar, dass sie ebenfalls gefangen genommen wurde. Ja. Deswegen auch nach diesem Ghoul suchen.
Zwei Leute kann man ja viel schlechter verstecken als nur einen. Es gibt in dieser Stadt schon genügend Winkel, wo es nicht schwierig wäre, zwei Leute zu verstecken. Vielleicht schon, ja. Wer weiß, vielleicht können sie auf die Strukturen zurückgreifen, die auch die Zweite Inquisition hier genutzt hat. Was übrigens auch noch ein gutes Stichwort wäre. In der Tat. Da habe ich dann ausnahmsweise mal eine gute Sache dazu. Die Zweite Inquisition ist in der Stadt kein Thema mehr. Völlig ausradiert. Ich wage zu bedenken zu geben, dass uns dadurch wahrscheinlich nur Zeit erkauft worden ist. Sollen sie kommen? Einmal versagt, immer versagt. Stärke gezeigt. Wir lassen das hier nicht mit uns machen. Ich sehe so, dass uns dadurch nur Zeit erkauft wurde und es, wir sollten uns alle gemeinsam darauf vorbereiten, uns gemeinsam gegen diese Bedrohung zu stellen. Das sowieso. Wäre vielleicht ein guter Punkt, wenn beim Elysium alle vereint sind, alle gemeinsam nochmal auf dieses Ziel einzuschwören. Und meint ihr, es gibt irgendjemanden, der für die Zweite Inquisition ist? Nein, aber ich habe Angst, dass vielleicht Leute leichtsinnig werden, nachdem das jetzt so schnell bereinigt wurde. Guter Punkt. Ja. Dann können wir bei dem Punkt auch nochmal die Werte und die Regeln festsetzen, für die Kamarilla steht. Nochmal ins Gedächtnis rufen. Vielleicht so, wie man das früher in der Schule gemacht hat. Wir bräuchten einen Eid, den man jedes Mal wieder wiederholen kann und immer aufsagen kann. So in Reimform. Ist das nicht sowas für teurer Ador? Irgendwelche Reimformen erschaffen? Könntest du da irgendwas machen? So schön zum Aufsagen, was man sich schön merken kann, was sich der dümmste Gangrel merken kann. Ich glaube, Scarlett hat einige auch alte Aufzeichnungen über die kanitische Geschichte. Mit Sicherheit gab es da schon mal, ich bin mir sicher, dass in altvorderer Zeit da schon mal Reime diesbezüglich oder solche Ansprachen verfasst worden sind. Die kann man sicher als Inspiration heranziehen. Sehr gut, alte traditionelle Sachen. Aber wer ist diese Scarlett nochmal? Die Bibliothekarin. Schaut. Scarlett Wilson. Sie verfügt über einen äußerst großen Wissensschatz. Ach! Ja. Das Kind von Alexander. Ja, das Verräterkind, ja. Ja. Ja, ja. Wir sollten nicht Dinge, die vielleicht Isaiah begangen hat, auf sie projizieren, weil sie verfügt über Wissen. Schlimm genug. Nein, das ist nicht schlimm. Schlimm genug. Schlimm ist es dann, wenn du sie von dir stößt und dir diese Quelle nicht zu eigen machst. Ein Fehler, den Ido begangen hatte, der dir nicht weiter unterlaufen sollte. Vielleicht hast du recht. Naja. Vielleicht unterhalte ich mich mit ihr mal. Angenehm. Schau mal, wie sie drauf ist. Immerhin ist sie ja hier in der Stadt alleine und ist nicht durch diese Einflüsterung ihres Clans ein bisschen verwirrt. Und du wolltest ja hier einige Dinge verändern. Richtig, richtig, ja. Du wolltest zeigen, dass ein neuer Wind weht. Ja. Vielleicht könnten wir das nutzen, was du sagst. Es ist keine schlechte Idee. Wir sprechen sie vor der versammelten Vampirgesellschaft von den Vorurteilen, was ihren Sire angeht, frei, wenn sie mir die Treue schwört. Und vielleicht mal denken wir uns ein schönes Ritual aus, vielleicht der Kuss auf den Stiefel oder sowas. Also sie sollte ihre komplette Unterwürfigkeit so demonstrieren, dass niemand sie mehr in Frage stellen kann. Wenn, dann finde ich, solltest du das aber von jedem Primogen einfordern. Gleichzeitig für alle. Ja. Oder das würde mir schon gefallen. Weißt du was? Vielleicht kein Kuss auf den Stiefel. Lass mich mal schauen, was man dann vielleicht früher gemacht hat, so als zeremoniell, quasi als Treueschwur. Ich meine, es würde ja theoretisch schon reichen, wenn wir dir eine Bühne bieten, auf der du dir sitzen kannst und die anderen
knien einmal vor dir nieder und eben, wenn wir sagen, wir haben diese Regeln in Reihenform, jeder kniet, weißt du so, ich glaube, lass mich mal schauen, aber ich glaube, da gab es etwas in den schottischen Highlands früher, wo man seinen Lebensherrn auch einmal im Jahr die Treue geschworen hat. Sowas in die Richtung. Also europäische Sachen. Ja. Alte ehrwürdige Tradition. Ja, aber nicht für die Gegend hier. Vielleicht suchst du besser in der mexikanischen Tradition oder so. Das würde mir besser gefallen. Vielleicht ein Blutopfer oder sowas. Ja. Ja. Möchtest du wirklich so weit zurückgehen? Diese Zeiten waren doch teils recht unzivilisiert. Findest du? Du darfst nicht zu... Aber die schottischen Highlands. Du brauchst die richtige Balance zwischen Tradition... Und du weißt, viele hier bilden sich was drauf ein, das auf ihr europäisches Erbe. Ja, die Holländer. Ich werde mal recherchieren, was es dort für Möglichkeiten gibt. Prima. Also ich schreibe mir mal auf Ritus für La Sombra. Nimm alle dann. Nimm alle Primogen, mach ihnen deutlich, dass mit dir neue Zeiten angebrochen sind. Aber sie ist die einzigste Vertreterin von ihrem Clan in dieser Stadt. Ja, das heißt ja nichts. Ja, aber somit ist sie mit einem Primogen irgendwo gleichzusetzen. Jeder Clan. Nein, ist sie nicht. Doch, mach es doch so. Jeder Clan hat dir die Treue zu schwören. Stellvertretend durch den Primogen und für die Clans, für die kein Primogen in dieser Stadt vorhanden ist. Du meinst, wir sollten den Primogenrat erweitern? Ich weiß nicht, ob das auf Gegenliebe bei den anderen Primogenen stößt. Denk darüber nach. Ich meine, du bist der Prinz. Natürlich. Also. Hat das irgendjemand in Frage gestellt? Nein. Deshalb würde ich sagen, wenn der Prinz den Primogenrat erweitern möchte. Ja, ich denke darüber nach. Denk darüber nach. Nun, sonst noch irgendwas, was wir zu besprechen haben? Ich denke nicht. Mir fällt, lass mich mal nachdenken. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir. Du hattest mir ja auch das Sicherheitskonzept geschickt. Das habe ich hier gerade vorliegen. Ich habe das mal abgesprochen mit Isaiah und der war ein bisschen irritiert über die komplette Kameraüberwachung. Wo werden die Sachen gespeichert? Was genau meinst du jetzt? Naja, das Kamerabild muss doch irgendwo hin. Wir werden während dem Elysium die Kameras im Innenbereich des Clubs nicht aktiviert haben. Wir wollen nur den Außenbereich dann aktiv lassen, dass wir sehen können, ob sich jemand uns nähert. Gut, das Was war aus da dem Papier noch nicht ganz ersichtlich. Ja, das gefällt mir. Einfach nur, dass wir werden im Normalfall, brauchst du in so einem Club auch im Innenbereich Videoüberwachung, auch um Drogendeals und so weiter verhindern zu können. Aber wir wollen fürs Elysium diese bewusst ausschalten. Aber wie gesagt, den Außenbereich weiterhin wieder zu überwachen, wäre einfach zu unserer Sicherheit sehr sinnvoll. Trotzdem bleibt die Frage, wo geht das hin? Das wird in der Sicherheitszentrale gespeichert, aber die Videobänder werden alle 10 Tage sind es, glaube ich. Ich muss Rona noch mal fragen, beziehungsweise Bruce. Ja, ich glaube, alle 10 oder 14 Tage werden diese Videos wieder überspielt, so wie es bei anderen öffentlichen Einrichtungen auch der Fall ist, die Videoüberwachung ich haben. Ich habe eine Idee. Wenn wir das machen mit den Umsprüchen hier in dieser Stadt, dann will ich auch genau wissen, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Lass die Kameras innerhalb angeschaltet. Und wenn ich denen
das Elysium verlasse, nehme ich sie mit. Die Kassetten oder wo auch immer das gespeichert wird. Gut. Dann kann ich mir das angucken, wie sie auf meine Rede reagieren. Und wenn jemand das Gesicht verzieht, es gefällt mir. Ja, ja. Ist notiert. Du hast die Gangrel als hier diesen einen zumindest als Sicherheitschef, sehe ich. Ja. Das mit dem Sheriff abgesprochen. Yep. Wen ich ganz gerne als Sicherheitselement noch dabei hätte, wäre Malcolm. Kannst du gerne doch anweisen, gerne, dass er eingeweiht wird? Natürlich. Prima. Das wird eine schöne Veranstaltung. Wie sieht das mit dem leiblichen Wohl aus? Hier steht es natürlich frei, Erfrischung deiner Wahl mitzubringen. Ich weiß ja, dass es dein Clan da spezielle Präferenzen hat und ich möchte dir nichts anbieten, was vielleicht nicht absolut deinem Geschmack entspricht. Apropos, das müssen wir auch noch mit auf die Tagesordnung nehmen. Diese unflätigen Geschenkflaschen, die hier kursieren. Wir müssen herauskriegen, wer das war. Hast du diese etwa auch erhalten? Ja, also ihr habt auch alle welche geschickt bekommen, okay. über die letzten 4 Wochen. Ah, oh, okay. Gut. Ja, Veronica meinte, das wäre Franks Sache. Weißt du darüber irgendwas? Sie hat uns mitgeteilt, oder also Ron hat mir es erzählt, weil wir eben auch über diese Flaschen gesprochen haben, nachdem wir die alle erhalten haben. Und er hat gemeint, Veronica hätte zu ihm gesagt, dass sie diese Flaschen als Geschenk von Frank erhalten hat. Aber ich meine, theoretisch, es kann jeder einen Namen auf das Päckchen schreiben. Und wenn jetzt jemand gezielt eine Kampagne gegen jemand fahren möchte, ich meine, das ist ja in der sterblichen Welt ähnlich. Kannst du dem Sheriff etwas von mir ausrichten, einen Auftrag? Ich möchte wissen, was es mit Frank in letzter Zeit auf sich hat. Der taucht zu sehr öfters in meinen Berichten auf. Das sollte nicht so der Fall sein. Mhm. Er hat die offizielle Erlaubnis von mir, sich mal Frank mal umzusehen. Sehr gerne doch. Ich werde es ihm ausrichten. Und ein bisschen möglichst schnell und dann einen Bericht hätte ich gerne, ziemlich ausführlich. Ja. Mhm. Und keine Konfrontation bitte. Dafür ist Frank zu lange hier in der Stadt. Ich will keinen Streit anfangen mit ihm. Darf ich fragen, wie du persönlich zu ihm stehst? Nun, bis er ist Malkavianer. So, wenn ich möglichst wenig mit ihm zu tun habe, dann ist das gut. Und bisher macht er nicht auf mich den Eindruck, als dass er sonderlich viel mit mir zu tun haben möchte. Oder mit irgendwem. Er scheint sehr zurückgezogen zu sein. Ja. Ich wollte mich auch gerne mit ihm, mich persönlich bei ihm vorstellen und mich mit ihm unterhalten. Einfach, dass man sich mal ein wenig kennenlernt. Aber er meinte nur, Labita, wir werden uns ja dann beim nächsten Elysium kennenlernen. Und ja, prima. Dann haben wir das ja geklärt. Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Nein. Gut, dann wünsche ich den Segen der Nacht, denn ich habe noch einiges zu tun. Und ich
bin froh, dass ich das alles in deine fähigen Hände geben kann. Richte Ellen doch bitte auch meine herzlichsten Grüße aus. Das werde ich machen. Den Segen der Nacht. Du bist gemutet. Und Sam verlässt das Gebäude. Genau. Und wird wahrscheinlich Ronan, wenn sie zurück im Club ist, sobald Ronan dort auftaucht, brühwarm erzählen eben den Auftrag mit Frank und dass wir ihr verschiedene von den Dingen, die wir geplant haben, schon mal jetzt vorab untergejubelt haben. So ein bisschen als ihre Idee auch verkaufen konnten. Ja. Und dann hinterlässt sie Malcolm einen Zettel an auf dem bekannten Kommunikationsweg, dass Zebra eben möchte, dass er da für die Sicherheit vom Elysium, dass er da ein Teil sein soll und dass er sich melden soll, wann er Zeit hat, das mal zu dass ich ihm darlegen kann, was ich mit Ronans Hilfe und Bruce schon geplant habe und genau. Gut. Springen wir rüber zu Bruce, der an irgendeinem Tag in diesen 4 Wochen wahrscheinlich von irgendeiner Tour mit Ronan zum Polizeirevier mal wieder nach Hause kommt. Das Haus ein bisschen chaotisch vorfindet, weil sich die Katzen mal wieder mit Pongo gestritten haben. Und ich ziehe den Hut aus, hänge so an die Tür. Tritt dann so den Flur entlang, guck, ob er gerade auch da ist. Also Pongo, der Hund. Pongo ist gerade nicht da. Ich schau mal, wo die Katzen sind. Hoffe, sie sind noch in einem Teil jeweils. Boogie sitzt auf der Küchenzeile, wie in der Nähe von dem Futterschrank. Und Chad glümmelt irgendwo auf der Couch rum, auf dem Rücken. Alle 4 von sich gestreckt. Ja, ich, mein Blick geht zu Boogie auf die Küchenzeile. So kurz den Kopf, dann sammle ich so diese Flocken vom Sofa ein. Boogie, darüber müssen wir reden. Geh dann auf ihn zu und öffne dabei den Futterschrank. Du weißt, dass du immer mein Liebster sein wirst. Das weißt du doch, oder? Miau. Ich weiß, dass du ihn nicht gerne da hast. Das ist ein feiner Kerl. Ich habe mit ihm eigentlich schon mehrmals darüber gesprochen, dass er auch nicht so rüpelhaft sein soll. Aber wir müssen das im Griff kriegen. Ich kann nicht schon wieder das Sofa flicken. Stell dir mal vor, dass da so überall schon so kleine Krater drin sind. Oder so Flicken drin, die ich so provisorisch reingenäht habe. Boogie, das muss aufhören. Ja. Dann hole ich so eine kleine Kelle raus, schaufel so ein bisschen Futter. Eigentlich sollte ich für die Aktion ja wieder nichts geben. Schau auf das Futter auf die Katze und dann verdammt nochmal. Dann schüttel ich so ein bisschen Futter in den Napf. Guckst auf Chat. Also, guckst auf den runden Bauch wahrscheinlich. Ja. Also, der schläft oder ist er halt tot? Ne, der schläft nicht, der hat halt so verdrehte Augen. So. Ja. Achso. Vielleicht Fresskoma oder so. Ja, zur Sicherheit gehe ich nochmal hin und poke ihn einmal. So. Shit. Alles klar. Dreh mich wieder um. Müssen wir auch nochmal ein bisschen was gegen machen. Boogie, dann würde ich jetzt wirklich zu ihm sprechen wollen. Hast du Anna gesehen? Weißt du, wann sie weg ist? Also, dann Katze schlecht Zeit einschätzen kann. Von einer Weile? Weg? Ist okay. Ich danke dir.
gerade so, also massiv so ein bisschen den Kopf. Ich muss mit ihr mal nochmal dringend reden. Irgendwie ist momentan ein bisschen still geworden. Irgendwie leben wir so aneinander vorbei. Es muss sich ändern. Sie hat dir nichts gesagt, wo sie hin will, oder? Dreh mich so zu Chat. Will dann auch zu Chat sprechen. Chat, weißt du, wo einer hin ist? Futter holen. Vielleicht kann ich sie ja noch abfangen. Okay. Gut. Pongo ist gerade erledigt da. Jungs, ich lasse euch alleine, okay? Bei dem Grinsen von Boogie zieht sich so ein Brauer hoch. Bis gleich. Und dann gehe ich aus der Tür. Ja, du entdeckst dann irgendwie am Gartenzaun Anna, die dann irgendwie da steht, nochmal so zur Seite winkt und dann zu dir rüber guckt. Der hat irgendwie was, so ein großes Blech oder sowas in der Hand. Oh. Hi, ich wollte gerade nach dir suchen. Ah, Bruce. Soll ich dir das abnehmen? Ja, lass uns das direkt. Also, wir sollten das drin wegschmeißen. Ich glaube nicht, dass du das isst oder ich es auch nicht. Vielleicht magst Chat. Ja, klar. Von wem? Was ist das? Von der Nachbarin. Kuchen. Überleg kurz. Ah. Ja. Er hat uns eingeladen für einen Filmabend. Ja, sie, ja. Ich werde ihr absagen. Wieso? Ich mag du willst, dann. Filmabend klingt doch spannend. Ja, das mit der Nachbarin, lass mal drin gehen. Mhm. Genau. Sehr auffällig, Bruce, dass du über sie nicht sprechen willst. Vielleicht drinnen einmal kurz. Mach eine Tür zu. Die Sache mit der Nachbarin ist ein wenig, nicht das, was du denkst, wirklich. Es ist nicht so, wie du denkst. Ja. Das ist eine Bekannte von Sam. Sie will nicht, dass wir was mit ihr zu tun haben. Ach. Ich habe mich da nicht eingemischt, aber ist irgendwie alles mies gelaufen. Und ich glaube, sie findet mich sympathisch. Kratzt mir so im Kopf. Sam findet dich sympathisch? Nein, die Nachbarin. Also bei Sam weiß ich das nicht, aber keine Ahnung. Hat mich auch bisher noch nicht interessiert. Reine Geschäftsbeziehung. Ja. Yeah. Du meinst, sie findet dich sympathisch und hat uns deswegen eingeladen, oder was? Ich habe ihr geholfen, als sie hier eingezogen ist. Sie musste so, sie arbeitet, sie hat ihren neuen Job und ich brauchte ein Alibi, deswegen war ich da. Und das war der Tag, wo die Tür hier aufgeschossen wurde. Ich kam aus der Tür raus und wollte sie nicht in die Wohnung lassen. Es war alles irgendwie doof in dem Moment. Und schau so nach unten. Wieso? Ich habe wirklich nichts gemacht. Gut zu wissen. Ja, ich konnte ja nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso nochmal drüber reden. Hast du. Du weißt Bescheid? Wegen dem Elysium und so? Mhm. Wir müssen darüber auch noch reden. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal mit Veronica irgendwie in der Zwischenzeit mal getroffen und hattet immer Kontakt? Weil ich weiß nicht, wie das zwischen euch so abläuft, aber euer letztes Treffen war ja nicht so fröhlich. Ich wollte nur bei dir mal fragen, was, also, und du drückst das auch so die ganze Zeit so rum. Ich will halt keinen super Stress auf dem Elysium haben. Ich weiß nicht, wie tief das noch bei dir sitzt, weißt du? Die ganze Aktion damals. Sagen wir so.
Ich mag sie nicht und sie versucht die ganze Zeit, um mich herumzudackeln. Ich wollte nur nicht, dass es zu einem Ausraster kommt und dann gibt es auf dem ersten Lesum auf meiner neuen Arbeitsstelle direkt Primogen-Clash. Das wäre vielleicht kontraproduktiv für das, was wir noch geplant haben. Oh, was habt ihr denn geplant? Du erinnerst dich daran, dass ich an diese Aktion mit dem Bus. Mhm. Ich glaube, davon hatte ich dir mal erzählt. Naja, ich meine, Elysium ist bei der jetzt trotzdem nicht weiter. Das ist auch mit Adam schon abgesprochen. Er hat ja gesagt, dass es wahrscheinlich Graham war. Und wir wollten diese ganze Sache dann mal aufgreifen beim Elysium. Und das Ganze nutzen vor versammelter Mannschaft. Ja, gut. Und generell diesen ganzen Fall mal angehen, was die Anarchen so angeht und die Filmblatts und so. Der Abend ist jetzt schon pickepacke voll. Und ach, das sind nur die ganzen anderen Sachen. Und ich bin das erste Mal hier Sicherheitschef. Und was zu tun, das ist gut. Ja. Glaub mir, es gibt nichts Schlimmeres in unserem Dasein, als nichts zu tun zu haben und mit den Gedanken in der Nacht zu hängen. Kannst du mir vorstellen. Was meinst du, wie diese ganzen Intrigen herauskommen, weil die Leute, naja, denen ist langweilig. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wir haben die Ewigkeit. Irgendwann wächst du aus dem jetzigen sozialen Gefüge heraus, kannst nicht mehr das tun, was du jetzt noch machst, Filme gucken, und dann wirst du automatisch irgendwann anfangen, dir neue Hobbys zu suchen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Deswegen arbeite ich. Genieß die Zeit, wenn du was zu tun hast. Ja. Ich habe jetzt noch eine nette Nebenbeschäftigung mit meinem Streichelzoo. Ja. Ich würde mit dir sowieso nochmal drüber sprechen. Jetzt ist ja schon ein bisschen länger hier. Wenn ihr dir auf den Keks geht, dann können wir. Kongo? Ja. Nein, überhaupt nicht. Oh, ich dachte schon, du kannst ihn nicht ab oder so, weil er ja schon so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen sehr direkt, so als Straßenhund und so. Deswegen, also. Er ist halt uns nun mal. Chat und Boogie können ihn nicht besonders leiden, aber. Ja, das habe ich gemerkt. Schau es liegt wohl eher daran, weil er ihnen das Essen weg isst. Ja. Ich habe erst letztens davon mal gelesen, dass man den Napf besser oben hinstellen soll. Ich hatte nie ein Haustier. Aber ja. Ansonsten, das ist jetzt schon lange her, aber ich finde, wir sollten immer noch mal über den einen Abend reden. Du weißt. Den Streit. Ja. Ich weiß, ich will das nur nicht unkommentiert lassen. So. Wir haben uns danach halt lange nicht gesehen und dann das einfach so begraben. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir mal darüber reden sollten. Weil, ich bin ja auch übergekocht und so. Ich meine, ich kann halt nachvollziehen, warum du so reagiert hast. Und ich hoffe, du auch, warum ich so das gemacht habe, was ich gemacht habe. Und ich will halt nur nicht, dass das unausgesprochen auf dem Tisch hier liegt. Bruce, du bist mein Kind. Ich vertraue dir, sonst hätte ich dich nicht ausgewählt. Das, was in diesem Abend passiert ist, hat mir einen tiefen Schlag versetzt, das gebe ich zu. Dass du nicht immer meiner Meinung bist, das musst du auch nicht. Aber ich bitte dich auch zu respektieren, dass ich mehr Erfahrung habe in dem, was wir sind.
Ja. Ich weiß. Ich habe auf jeden Fall an dem Abend auch was gelernt. Denk nicht zu viel nach. Ja. Wir sind Gangrel, Bruce. Unser Instinkt leitet uns. Ja, vermutlich hast du da recht. Wobei ich halt immer noch nicht aus dem menschlichen Ding rauskomme. In meinem Innern sträube ich mich auch noch so ein wenig dagegen. Ich weiß nicht, wie... Vielleicht ist das so, wenn man noch nicht mal ein Jahr da so ist wie wir. Aber es fällt mir noch irgendwie ein bisschen schwer. Aber das ging mir damals auch so. Irgendwann wirst du auch akzeptieren, dass du kein Mensch mehr bist. Aber dennoch halte ich es für eine gute Sache, dass du dein menschliches Ich erhältst, solange es geht. Das unterscheidet uns vom Sabbat oder anderen. Hast du auch mit diesem Ronan darüber, nee, mit Scarlett hast du gesprochen über diese vampirgesellschaftlichen Sachen, weißt, was der Sabbat ist, oder? Ja, sie, also ich meine nicht, dass ich viel Interessantes dabei, viele abgefahrene Sachen. Ich kann mir das mit diesen, wie heißen die, Chimichins, diese... Niemand kann sie aussprechen. Ich glaube, das ist Programm. Vielleicht ist das ja auch Zweck ihres Namens. Das fand ich, zieh so an meiner Haut, das fand ich echt. Hast du mal welche davon gesehen? Hast du schon mal gesehen, wie du aussiehst, wenn du dich in ein Tier verwandelst? Ich noch nicht, aber kennst du diesen Spinnen? Das sieht auch ziemlich gruselig aus, für wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, das stimmt. Ich war von Spider-Man, war ich etwas irritiert. Wo wir gerade von der menschlichen Aspekt geredet haben. Meinst du nicht, wie solltest aus den Erzählungen von Scarlett nicht zu viele Vorurteile mitnehmen, sondern viel mehr Wissen? Ja. Ich muss sagen, nachdem ich 4 Stunden... Dass die sich überhaupt die Dreistigkeit rausnimmt, diese Vorurteile reinzufüttern. Nein, es sind ja auch andere Sachen dabei. Ich bin nur ehrlich, nach 4,5 Stunden draußen in der Stadt und nachdem ich die ganze Zeit irgendwelchen Gassen Hund nach Hunden nach Streunern suche, bin ich nicht mehr so aufnahmefähig wie früher. Man merkt, dass ich seit 4,5 Jahren nicht mehr studiere. Irgendwie bin ich voll geworden. Das heißt, du willst wieder Bücher lesen und Vorlesungen besuchen. Nein. Vorlesungen sind scheiße. Nein, ich will ja nur diese ganze Kainiten-Sache lernen, nur irgendwie bin ich noch nicht so in der Lage, diese ganzen super abgefahrenen Themen zu verarbeiten. Ich finde es immer noch weird, dass es wirklich Dämonen und so ein Zeug gibt und so. Und Geister, die hier irgendwie an Menschen kleben bleiben und so. Das ist alles ganz komisch. Aber ich probiere es mir zu merken. Aber es dauert leider noch ein wenig. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe früher viel mit Veronica rumgehangen und da gibt es echt abgefahrenen Scheiß, die diese Tremere machen können. Da bin ich wirklich froh. Wusstest du, dass sie so einen Steinmensch hat? Bei mir radert's im Moment Stein. Ach, so ein, wie aus der Serie, Gargoyle. Mhm. Hat er den je mal gesehen? Die Kirche? Hab den noch nie in Aktion gesehen. Das weiß nicht, dass ich wüsste. Also ich auch nicht, ich habe ihn nur da stehen sehen. Ja, Ron hat da mal was anklingen lassen, dass das so Wachen sind oder so. Oder. Mhm. Ganz ehrlich, ich will den auch, glaube ich, nicht in Aktion sehen, oder? Nun, wo wir schon mal bei Vorurteilen sind, die Gerüchte sagen, wenn man einen in Aktion sieht, sieht man danach nichts mehr. Dann ist vermutlich auch besser so. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, so einen ähnlichen Ruf wie Malcolm in der
Meinst du, Alchemist in Wirklichkeit ein Steinmensch? Also, können die auch zaubern, so? Wie Steinmenschen? Die? Keine Ahnung, er sah nicht sehr zauberig aus. Also, kein Hut. Ja, Zauberstein. Ja, nein, aber ich meine, wenn die Gargülen, ich meine, seine Blick, seine Mimik ist schon immer recht, recht steinern. Also, möglich ist es. Wenn ich ihm das nächste Mal begegne, poke ich ihn mal in die Seite und gucke, ob er Fleisch und Blut ist. Musst du wissen. Ich glaube, Malcolm ist einer der wenigen, die ich hier nicht so poken würde. Aber ich meine, das ist halt der Dude mit dem großen Schwert. Ich meine, gut, bei dir weiß ich, du hast damit kein Problem, aber ich glaube, ich traue mich das noch nicht so richtig. Ich glaube, das Schwert ist das kleinste Problem, was du mit Malcolm haben kannst. Das glaube ich auch, ja. Die Gerüchte reichen mir schon. Das ist natürlich auch ein bisschen gruselig. Aber ich meine, wir wollen ja nicht bei Vorurteilen bleiben. Gut. Du hast mich erwischt. Ist manchmal ganz lustig, Vorurteile zu haben. Ja, gewisse Vorurteile kommen ja auch nicht von ungefähr, aber man muss halt aufpassen. Man muss halt immer reflektiert darüber nachdenken. Aber, ja. Ich bin nur froh, dass... Dennoch solltest du nicht so oft in der Bibliothek rumhängen bei dieser blonden Scarlet. Warum? Ach, wegen den... Ach so. Ja, ich sag mal so, ab und zu, wenn wir uns, weil die Arbeit im Club die war jetzt die letzten Wochen und so, haben wir uns auch so getroffen, um nochmal abzusprechen. Als Sicherheitschef und so. Aber, ja. Sie ist auch momentan etwas... Ja, wir mussten ein paar Sitzungen ausfallen lassen. Also sie arbeitet an irgendwas. Ach, Sitzungen heißt es jetzt schon. Ja, ist halt... Sie sitzt halt da, also man könnte auch Lesung sagen. Effektiv liest sie immer nur aus diesen alten Folianten vor. Das könnte auch daran liegen, dass... Wie ich schon sagte, Bruce, hält dir so die Hand auf die Schulter. Ich vertraue dir. Ich schaue ganz, ganz unschuldig rein. Kannst du auch. Aber keine... Gut. Ganz. Könnte Bruce schwitzen, würde er etwas schwitzen gerade. So. Kannst gerne einen Rouse-Check machen, um das anzuschmeißen. Nee. Ich bin nur froh, dass wir endlich mal über den Arm gesprochen haben. Wie das ist ja mein zweites Elysium dann. Wie läuft das normalerweise ab? Das letzte Mal war ja etwas unkonventionell. Naja, man versammelt sich, es gibt einen Tagungsordnungspunkt. Das wird abgegrast. Ich glaube, diesmal müssen wir keinen Prinzen wählen. Bin nicht sicher. Irgendwie. Normalerweise kriegt man die groben Ablauf vorher zugeschickt. Ich weiß nicht, wie Sam das handhabt. Frau Schorn, wie ich bin, habe ich das natürlich noch nicht gefragt. Ich frage sie mal, glaube ich. Wenn du für die Sicherheit zuständig bist, solltest du ein bisschen üben, die Leute zu erkennen, ob sie Waffen bei sich tragen. Ja, das muss sowieso noch. Irgendwie wollte sie da ein paar Leute noch, also irgendwie noch ein paar Menschen organisieren, die andere Securities machen. Kann nicht überall sein. Aber gut. Wenn du willst, kann ich dir dabei helfen. Ich weiß nicht. Also ich meine, wir könnten noch ein bisschen Geld gebrauchen. Ich meine, ich verdiene ja dann ziemlich gut. Also, aber ich meine, ich weiß nicht, wenn du Bock drauf hast. Können wir das schon vorstellen, mit dir Security zu machen? Oder außer du hast was anderes zu tun, aber das würde mich freuen, wenn du mit mir zusammen... Spoiler, ich bin primogen und muss da eh hin. Ach so, ich dachte generell. Aber ja, klar. Ich meine, ich habe schon lange niemanden mehr aus dem Club rausgeschmissen. Das letzte Mal war in der Bar. Das waren die ganzen normalen Jugendlichen halt. Ganz einfach, am Schlawittchen packen. Ja. Aber man muss ja noch so ein bisschen, man muss den Moment ein bisschen genießen, wo diese nervigen... Du solltest dir einen, wie nennt man das, einen Regelkatalog selbst geben. Regelkatalog? Weiß nicht, ob Sam einen hat, aber du solltest für dich selber klar machen,
wann du handelst und wann nicht. Hm. Das ist eine gute Sache. Ich überlege mir, ich denke da mal drüber nach. Ich sag dir nur, wie ich es mache. Ja, ja. Du hast auch vermutlich recht. Also, die schuldig sind, haben es verdient und die müssen leiden. Das ist mein Regelkatalog. Das, ja. Nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Solltest aber deinen eigenen machen. Ich will dir niemand nichts vorschreiben. Das funktioniert nicht für alle. Ich glaube, nach der Nacht hatte ich ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich glaube, ich habe da so etwas Ähnliches schon gemacht. Gerade das Gespräch mit Malcolm hat er gut zu beigetragen. Aber ich... Malcolm ist auch jemand mit festen Prinzipien. Ja, das habe ich gemerkt. Ich bin mal gespannt. Gut. Ich strecke mich so von der einen Besprechung in die nächste. Apropos Sicherheitschef, ich muss gleich nochmal in den Club. Der Club, der ist heute fertiggestellt worden. Und ich schaue so an mir runter. Hab so eine total dreckige Hose an und sowas. Ich glaube, ich sollte mich mal anders anziehen. Oh, Anzug und Krawatte? Nee, eine andere Hose. Ich habe mir eine neue geholt. Ich hätte Sam jetzt durchaus zugetraut, dass sie dir Klamotten stellt. Vielleicht kommt das noch. Ich könnte mir vorstellen, am Tag davor. Dann kriegen das vielleicht alle gleichzeitig. Kommt mit dem Gesicht so ein bisschen näher zu dir. Lass dir nicht alles anziehen und dich wie eine Puppe bekleiden. Man sollte schon den Bruce erkennen, wenn man ihn sieht. Bruce guckt so kurz nach oben. Und nickt. Ja, naja. Ich habe schon eine Idee. Die passen könnte. Ich bin sowieso nicht so der Anzugtyp. Das habe ich, als Pfarrer hier bei Pnava gemerkt. Ich hasse Krawatten. Pnava ist übrigens aus der Stadt. Ja, hat die Stadt endlich verlassen. Die Leute von Adam haben ihn beobachtet, wie er über die Barriere gegangen ist. Beziehungsweise wie sein Wagen durchgefahren ist. Hm. Und er ist auch ganz normal rübergegangen. Also er ist nicht irgendwie zerbröselt. Dann. Das sind getönte Scheiben, du weißt. Ja, ja. Aber der Wagen hat nicht angehalten und ist weitergefahren. Also. Das ist gut. Ich bin nur froh, dass er raus ist. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Kerl. Ich hab das schon oft genug gesagt. Ich traue dem Kerl nicht. Aber ja. Ich bin froh, dass er weg ist. Wie gesagt, ich muss jetzt noch los zu Sam in den Club. Ja, mach's gut, ich werde versuchen, Chat mit Kuchen zu füttern. Ich gucke so diese komplette runde Katze an. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Du weißt, wie er drauf ist, wenn er nichts zu essen kriegt. Wir können sie auch noch einfrieren. Für schlechte Zeiten? Was vom, oder wenn wir mal Besuch bekommen oder was? Nein, für Chat, dann kriegt er jetzt täglich Kuchen. Ich glaube, alle auf einmal, dann könnte er wirklich platzen. Guckst du auf diesen komplett runden Bauch? Nein, nicht die Katze einfrieren im Pala. Aber das musst du wissen, ist eine Katze. Ja, dann mach du, was du machst und ich setze mich mal mit den Katzen auseinander. Schaut so ein bisschen streng rüber zu Boogie und Chat. Bitte lass Boogie ganz. Zwinker. Wobei er es verdient hat. Das ist ein bisschen zickig in letzter Zeit. Was sagst du? Boogie soll... Ja, ich glaube schon, er hat eine Strafe verdient.
Boogie so kommt kruckt so mit dem Kopf rum, sieht dann so das ernste Gesicht von Anna. Zieht so ein bisschen den Schwanz ein. Ja, ich schaue auch sehr mahnend in seine Richtung. Und dann hörst du ja. Anna so fauchen. So. Und Boogie springt vom Tresen runter. Ich vertraue dir da. Klopfe auch auf die Schulter. So. Gutes, gute Basis. So ist das. So, und dann macht sie so die Stücke von dem Kuchen aus dem Blech. Ich bring das Blech noch eben zurück und dann... Ah, das ist gut, ja. Genau, dann würde ich mich aufmachen wahrscheinlich dann. Ja, springen wir zu Scarlett rüber in die Bibliothek. Wie sieht das aus, wenn Scarlett das Artefakt und ihren Ritus studiert? Ja, also sehr begraben unter Büchern, Anweisungen, Notizen, die sie sich macht. Also wirklich so einen kompletten Function-Sheet hat sie sich da aufgeschrieben. Ja, und versucht halt jegliche Fehlerquellen ausfindig zu machen und die vielleicht vorher schon soweit es geht auszumerzen. Das Artefakt ist übrigens eine kleine bronzene Statue. Von Prenava. Nein, nicht von Prenava, aber von, ja, es sieht so ein bisschen, es hat so einen Krokodilskopf und so einen menschlichen Unterkörper und das sitzt so auf so einem Thron. Das kommt mir bekannt vor. Das ist ziemlich cool. Ja, und dementsprechend werde ich das auch vorbereitet haben. Ich denke mal, es wird auch einen Termin gegeben haben für die anderen, wann wir das in Angriff nehmen wollen. Mhm. Dementsprechend hätte ich dann schon angefangen, das alles so vorzubereiten. Einen Raum separat nur für uns, Fenster, alles so weiter abgedunkelt, so ein paar Kerzen aufgestellt. Muss ja auch stimmungsvoll sein, das Ganze. Ja, und dann wuselt Scarlett da noch rum mit dieser Anleitung da und geht nochmal alles ganz genau durch, dass sie auch nichts vergessen hat. Ja, irgendwann klopft es und du fährst wahrscheinlich aus dem Schreiben über den Notizen mal kurz hoch und in der Tür steht John mit seinem Hawaii-Hemd. Steckt dann so den Kopf durch den Türspalt. Hallo! Oh, hi. Störe ich? Das ist, nein, überhaupt nicht, komm rein. Aber das Hawaii-Hemd ist echt ein Stilbruch. Und ich gucke so dieser total abgedunkelte Raum mit Kerzen und dann dieses farbenfrohe Hawaii-Hemd. Das sieht schon gut aus, denke ich. Nun, da wir uns öfters im Dunkeln bewegen, dachte ich mir, ein kleiner Farbfleck könnte nicht schaden. Das ist wohl richtig. Außerdem, die Ladies stehen drauf. Oh, wirklich? Ja gut, du bist der Experte, was das angeht. Und wie kommst du voran? Kann ich helfen? Gut soweit. Ja, du könntest da hinten noch ein paar Kerzen mit aufstellen, aber dann sollte es eigentlich alles soweit passen. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe sowas noch nie so praktiziert. Das letzte Mal, wo ich es ansatzweise probiert habe, ist das vorher nach hinten losgegangen. Also, so sicher, dass es sicher ist? Nein. Mein. So gar nicht. Es kommt aber doch von diesem Rumänen, oder nicht? Genau, genau dem. Aber wir haben keine andere Möglichkeiten. Die Aufzeichnungen von meinem werten Erschaffer sind da leider nicht wirklich hilfreich. Was das woher weißt du, dass er dich nicht reingelegt hat? Das werde ich heute herausfinden. Vielleicht ist das Ding da eine Bombe oder sowas. Ich poke da mal so dagegen. Also es tickt zumindest nicht. Heb das so hoch, guck das so schwer, aber sonst. Abgesehen davon, eine Bombe ist doch Technik und Technik hat sowieso Probleme mit mir. Darüber wollte ich auch noch mal mit dir reden. Warst du das, der meinen Radiowecker kaputt gemacht hat? Der sah so niedlich aus. Ich wollte ihn nur mal anfassen. Es ist meine Grinsekatze Radiowecker. Den habe ich schon vor lange gehabt. Sorry, kann man den wieder reparieren? Weiß nicht. Ich schicke dir die Rechnung. Okay. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das ein Sammlerstück war. Naja, ich hab's aus China, aus den 20ern. Oh. Hoffen wir mal, dass es eine Massenproduktion war. Tja, aber du sag mal, wir hatten in letzter Zeit ja nicht wirklich Zeit, miteinander zu reden. Wie geht's dir? Naja, ich hab viele Bücher zu lesen hier. Ansonsten nicht viel zu tun. Das ist wohl richtig. Obwohl, ich kann mich daran erinnern,
bei diesem Rave, wo wir gewesen sind, irgendeiner hatte gesagt, dass du auch dabei warst. Mhm. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Schade, wenn ich euch gesehen hätte, hätte ich euch gerne begrüßt. Ja. Ich bin da auch nur hingegangen, weil ich diese komische Einladungskarte gekriegt habe. Du hast eine Einladung bekommen? Mhm. Von wem? Von Adam oder von wem? Nein, es war nicht wirklich unterschrieben und ich war neugierig, von wem das jetzt kommt. Ich schätze mal, es war Adam immerhin, weil er da ja so als Veranstalter aufgetreten. Aber irgendwas war da ziemlich im Argen. Die Anarchen sind sich momentan sehr uneins. Das sind Anarchen. Nee, mehr als sonst. Also in den Büchern steht ja schon drin, was für ein Schlag Kainiten das sind. Aber irgendjemand scheint die infiltriert zu haben und die so jetzt richtig untereinander gegeneinander auszuspielen. Teilweise sogar zu beeinflussen, so wie Adam das geschildert hat. Ich habe davon gehört. Die Sache mit Angela und so. Mhm. Ja. Sehr beunruhigend, wenn du mich fragst, dass hier eine Kainitin quasi einfach verschwinden kann. Schwung ja, ist. Vor allen Dingen gibt es nicht wirklich viele Plätze hier in der Stadt, wo sie sein könnte. Richtig. Ich habe den Dicken mal losgeschickt, um zu schauen. Eigentlich sind die meisten Plätze ausgeschlossen. Nun ja, wir haben einen Verdacht. Also was heißt Verdacht, wäre auch schon zu viel gesagt. Wir wissen, dass sich einer hier in der Stadt sehr merkwürdig verhält. Und zwar dieser Graham, der das Krankenhaus sein eigen nennt. Ja, ich hab doch, der Dicke hat mir sowas erzählt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie dort ist, weil das einer der Plätze ist, wo Kainiten nicht wirklich erwünscht sind. Also kann logischerweise niemand so richtig dort nachschauen. Ja. Der Dicke ist auch ins Krankenhaus rein und ist, glaube ich, nach 10 Minuten oder so aufgeflogen. Oh. Respekt, er ist eigentlich gut in dem, was er tut. Na, ist ja unauffällig, wenn er will. Mhm. Allerdings war es eine Malkavianerin, die ihn erkannt hat. Also die haben alle dieses Adar-Ding. Kann schon praktisch sein. Ah, man sagt, sie sehen Dinge, die niemand sonst sieht. Ja, genau genommen, damit wollte ich mich nie näher mit den Malkavianern beschäftigen. Das war mir alles ein bisschen zu schwammig. Ich habe lieber Bücher, Regeln. Entweder ja oder nein und nicht vielleicht. Eventuell. Ja. Mhm. Ja, das habe ich so gemacht. Also ich habe mich auf Angelas Suche begeben. Und nebenbei habe ich versucht, Isaiah auszuspionieren. Ach, Isaiah, du kennst ihn. Ja. Der scheint hier nicht besonders beliebt zu sein. Bei mir auch nicht. Ein Dünnblut hat sogar angedroht, ihn des Tages, also über den Tag, zu vernichten. Sie sollte vorsichtig damit sein. Mhm. Du eine kennst Dünnblüter, interessant. Eins von den neun? Ich hätte sie gerne näher kennengelernt, aber die wurden ja leider gegangen worden. Ach so. Schade. Ich finde sie interessant. Ich meine, auf der einen Seite sind sie die große, ja, der große Vorbote von Gehenna. Und verstehe mich nicht falsch. Ich glaube an Gehenna. Ich glaube an diese Geschichten. Aber ich bezweifle, dass die Dünnblüter das sind, was die Legenden sagen. Deswegen, ich würde sie gerne näher untersuchen. Aber bisher hatte ich kaum Gelegenheit dazu. Du klingst wie jemand, den ich mal kannte. Aufschneiden, sezieren und genau herausfinden, wie alles funktioniert. Ich habe tatsächlich mal die Kuckucksuhr auseinandergenommen, wo ich klein war. Fand Fati überhaupt nicht lustig. Hm. Das Gute an unserer Art ist ja, dass wir wieder zusammenwachsen, wenn man uns aufschneidet. Mhm. Es sei denn, du benutzt eine Kralle, dann dauert's länger. Außer
Man weiß nicht genau, ob die Dünnblüter das genauso können wie wir. Das ist ja das Interessante. Sie können teilweise tagsüber umhergehen. Gerüchte besagen, dass sie sogar richtig Kinder bekommen können. Wie das auch immer möglich ist. Wer weiß, vielleicht werden wir in nächster Zukunft ja Gelegenheit bekommen. Die wurden ja am laufenden Band produziert. Du meinst, dass ein Dünnblut sich vermehrt und wie das... Das wäre interessant, was dann dabei rauskommt. Irgendwann müsste dann ja gar nichts mehr passieren, wenn man diese Kette weiterspinnt, weil das Blut keins so ausgedünnt ist, dass es keinen Effekt mehr hat. Aber ich spiele eigentlich auf dieses Gebräu an, was die Runde gemacht hat. Das hat ja Dünnblüter recht im Akkord produziert. Du hast auch welches gekriegt. Oh. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hab's weggekippt. Danke dir. Das ist schon dreist, dass dieses Zeug in Massenware hier verschickt wird. Ich hab den Lieferanten befragt. Also, befragt. Lebt er noch? Ja, ich habe ihn befragt. Naja, das kann bei dir manchmal ausarten. Der Lieferant meint, das Zeug kommt aus dem Krankenhaus. Das würde unseren Verdacht bestärken. Aber welchen Interesse hätte Graham daran, Dünnblüter zu produzieren? Ist ein Malkavianer, braucht er ein Interesse? Naja, vielleicht noch so ein Funken gesunder Menschenverstand, macht und so weiter. Gesunder Menschenverstand und Malkavianer in einem Satz. Du bist gut. Ich habe mich immer von denen ferngehalten. Ich weiß nicht, ob die wirklich so schlimm sind. Glaub mir, schlimmer. Ach, großer Gott. Naja, spätestens bei dem Elysium wird Graham mal Rede und Antwort stehen müssen. Weil er hat ja die ganze Stadt mit dem Mist beschenkt. Ja. Wenn ich beim Elysium auch eingeladen bin, dann werde ich da schön aussagen können. Zumindest, was der Lieferant mir gesagt hat. Allerdings weiß ich gar nicht, ob man mich einlädt und den Dicken, weil wir sind ja Persona non grata immer noch in dieser Stadt. Nun ja. Ich denke, der Dicke wäre schon interessant. Ich meine, ich weiß gar nicht. Ich meine, der Sheriff hat den Auftrag, uns zu cashen und macht es nur deswegen nicht, weil er uns was schuldet. Das ist richtig. Das macht mir auch Sorgen. Aber dazu mal zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Meinst du, er bricht sein Versprechen oder was? Nein. Ron steht zu seinem Wort. Und das ist genau der Punkt. So wie mir das mein Sire erzählt hat, der Sheriff ist eine Figur von unantastbarer Autorität. Jemanden, den du nicht greifen kannst, den du nicht bestechen kannst. Eine gefürchtete Person. Genauso wie die Geißel. Aber Ronan ist ein netter Kerl. Bisschen wunderlicher Tremere, ja, aber das kann man ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Er ist greifbar. Du meinst, wir sollten an seinem Ruf arbeiten? Das auch. Aber vor allem mache ich mir Sorgen, er ist Sheriff dieser Stadt und er hat zu viele Angriffspunkte. Bis jetzt wissen es nur wenige Leute. Was schlägst du vor? Entweder ihn in einer Rocky-Compilation ausbilden, dass er härter wird. Oder wir müssen uns was einfallen lassen. Ja, John macht so mit dem Arm so, man sieht so ein bisschen so diesen etwas unterrepräsentierten Bizeps. Und wenn wir schon dabei sind, können wir dich gleich hinterher schicken. Ah, ich habe meine Mittel und Wege. Interessant. Ich glaube, Kainiten können gar keine Muskeln mehr aufbauen. Schlecht für Ambitionen bei Rocky. Richtig. Aber falls es dir gelingt, gib mir Bescheid. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Es hat was, den Sheriff der Stadt die Treppen hoch und runter laufen zu sehen und daneben stehe ich und singe. Blöd ist nur, dass er nicht außer Atem kommen kann.
Naja, wenn er seine Lebensfunktionen anschmeißt, kurz nur für den Effekt. Meinst du, das wird er für mich machen? Das wäre ein Bild für keinen. Wenn du lieb bitte sagst, vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, so gut mag er mich nicht. Er hängt zu viel mit Sam rum. Ich weiß gar nicht, was die Gute gegen euch hat. Nun, Sam ist ein Störenfried schon immer gewesen. Sind das nicht alle Frauen? Nein, Angela nicht. Ich habe sie leider Gottes nicht kennengelernt. Muss aber eine ziemlich dufte Frau sein. Ja, sie war schon ziemlich besonders. Ich hoffe, wir finden sie. Mhm. Aber mal eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob es sich bei den Nosferatu schon rumgesprochen hat. Aber es könnte passieren, dass bald ein neuer Primogen gewählt werden muss. Ich weiß nicht, wählt man Primogene? Beziehungsweise sie werden berufen. Meistens ist es der Älteste im Clan. Oder die Älteste. Weißt du, wer der nächstältere Nosferatu in dieser Stadt wäre? Müsste ich mal den Dicken fragen. Ich glaube, er hätte gute Chancen, vom Alter her zumindest. Also wenn ich so wie ich die Stadt einschätze. Das wäre der Punkt. Vielleicht hätte er da Interesse und auch seinen Spaß mit. Womit wir wieder bei dem Thema Persona non grata wären. Das sollte man vorher vielleicht aus dem Weg räumen. Ich glaube nicht, dass der Prinz einen primogenen Beruf, den er am liebsten zur Bultjagd freigeben würde. Naja, ich bin auch irgendwie geduldet von ihrer Prinzigkeit. Ja, und ich glaub's auch wohl nicht, dass sie dich zum Primogenen macht. Oh Gott, das würde ich nicht wollen. Noch mehr vor ihr buckeln, ich bin froh, wenn ich sie nicht sehen muss. Ich glaube, ähnlich wird es mir und dem Dicken auch gehen. Mhm. Wir leben ganz gut unter dem Radar und ein Primogenenamt ist eine große Zielscheibe auf dem Rücken. Da kann ich gut drauf verzichten. Das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite wäre es halt gut zu wissen, dass halt mal ordentliche Leute die Posten besetzen. Und das, was ich vom Dicken bisher mitbekommen habe, er hat schon irgendwo sein untotes Herz am rechten Fleck. Ja, das stimmt schon. Zumindest besser als die Tremere-Primogen. Die ist ein bisschen wunderlich. Inwiefern? Hattest du je das Vergnügen mit ihr? Ich habe sie einmal im Hotel kennengelernt, auf diesem Ball. Ja. Und was war dein Eindruck? Dafür kenne ich sie zu nicht gut genug, aber sie war ganz sympathisch. Das Sam fand sie scheiße, deswegen fand ich sie gut. Das ist irgendwie ein bisschen stumpf. Ja. Nee, mein Eindruck ist, sie ist nicht so wie die klassische Tremere aus dem Lehrbuch. Ich hatte da immer so eine, ja, eigentlich wie so eine alte Schulrektorin im Kopf. Weißt du, streng mit einem Blick schafft sie es quasi, dich in die Knie zu zwingen, dass du sofort deine Sünden gestehst. Und ja, jemand mit Interesse, die sofort alles untersucht. Ich war ein bisschen enttäuscht, als es um ein Artefakt ging, was sie seit Jahren bei sich rumliegen hat und es nicht wirklich angeschaut hat. Interessant, in der Tat. Das ist so überhaupt nicht Tremere-artig. Richtig. Da sollte man meinen, also ist die immer so drauf? Ich würde sagen, nein, sonst wäre sie... Nein, dann wäre sie nicht so weit gekommen in der Camarilla, wenn sie ein kleiner Weichpinsel wäre. Es gibt Mittel und Wege, auch unser eins zu beeinflussen. Vielleicht ist sie nicht ganz sie selbst. Das könnte sein. Zumindest weiß ich einen definitiven Fall, wo sie beeinflusst worden ist. Ach, von wem? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es getan hat. Ich habe auch wieder den Verdacht, dass Graham dahinter stecken könnte, aber aufgrund ihrer Aussage ist mein Sire damals hingerichtet worden. Allerdings hat mein Sire sie nicht angegriffen, sondern
Adam. Nein, nicht Adam. Andrew. Alle mit A. Die Sache, ja. Alles nur Sams Schuld. Naja, so. Sie hat mir die Geschichte. Okay, damals gab es Sam noch nicht, aber. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es ihre Schuld ist. Sie hat sich ja nicht dafür entschieden. Sie wurde quasi rekonstruiert? Mhm. Echt kranker Gedanke. Richtig. Ich meine, es ist faszinierend. Du bist doch dabei gewesen. Nein, war ich nicht. Ach. Und hätte er auf mich gehört, wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Aber dieses Weibsbild ist halt seit ihrer Geburt falsch. Aber das hat er halt nicht eingesehen. Also hattest du je das Gefühl, dass sie falsch ist, oder ist das einfach nur deine Vorstellung davon, weil sie quasi unter unnatürlichen Umständen... Ja, natürlich, sie gehört einfach hier nicht hin. Man sollte die Toten tot lassen. Apropos, zeigt auf die Statue. Verstehen uns. Es geht nur um eine kleine Befragung. Ich habe nicht vor, irgendjemanden zurückzuholen. Also keine Sorge, es gibt keine Sam 2.0. Gut. Es geht einfach nur, einer von uns hat ein kleines Problem mit einem Anhängsel und wir wollen das Anhängsel fragen, warum es da ist. Ich denke, das ist einfacher, als irgendwelche komischen Voodoo-Rituale zu vollziehen, um es vielleicht zu vertreiben. Kann man viel mit kaputt machen, kann ich mir vorstellen. Ja, gerade davon, wenn man nicht wirklich Ahnung davon hat, aber... Das ist die einzige Variante, dadurch, dass wir jetzt keinen Hekata so schnell in die Stadt kriegen. Ich zitiere eine Frau, die ich halbwegs gut kenne. Ich kenne mich mit der ganzen Sache nicht aus. Ja. Ja. Es stimmt, ja. Aber irgendwas müssen wir doch machen. Einfach rumsitzen ändert ja auch nichts. Und Versuch macht klug. Macht dieser Besuch irgendwas Schlimmes? Naja, es ist schon merkwürdig. Versetz dich. Warst du mal verliebt? Ja. So richtig. Ja. So. Und dann stell dir vor, diese Person stirbt. Mhm. So, dann lernst du irgendwann jemand Neues kennen. Mhm. Und die liebst du dann auch. Würde dir der Gedanke gefallen, dass quasi deine alte Liebschaft dir die ganze Zeit über die Schulter guckt, während du mit der neuen Liebschaft quasi Dinge tust? Kommt auf die Art und Weise drauf an. Du findest den Gedanken nicht irgendwie wunderlich? Natürlich ist der wunderlich, aber ich würde den jetzt nicht per se abschrecken. Mich würde das schon irritieren. Jemand, der dir auf Schritt und Tritt folgt, der alles mitbekommt? Vielleicht... Hey, solange es dieses Ding ist, niemand anderem erzählt, was ich mache? Das ist die Frage. Aber zum Schluss muss es die Person selbst entscheiden. Obwohl, das wäre der perfekte Spion. Jetzt weißt du, warum das Anhängsel weg muss. Spätestens jetzt. Nein, das macht es viel interessanter, wer es dahin gebracht hat. Das könnte uns ja das Anhängsel verraten. Idealerweise. Hoffen wir es. Also für Ronan. Du wusstest das die ganze Zeit? Hm? Du wusstest das die ganze Zeit? Was? Scarlett legt den Kopf schief. Was wusste ich? Ach, nix. Ja, wo wir gerade dabei sind, und ich schaue mal so auf die Uhr, die da irgendwo thront. Die Gang müsste bald da sein. Ich weiß nicht, magst du mit dabei sein, oder dem, hast du noch was bei anderes dem Voodoo? Ja. Kommt Sam auch?
Ja. Dann sollte ich mich lieber verziehen. Okay. Und guck nicht so oft Football. Der Dicke fühlt sich dann immer ein bisschen ausgeschlossen, glaube ich. Kann gerne mitgucken. Football ist langweilig. Nein! Lass doch mal den Dicken das Fernsehprogramm aussuchen. Wie in einer guten Partnerschaft. Der Dicke will Baseball sehen. Wenn du Football schon für langweilig hältst. Na gut, ihr macht das schon. Außerdem gibt es keine guten texanischen Baseballteams. Dann habt ihr schon mal mit Ausdruckstanz versucht? Naja, Frauen in engen Klamotten, die mit... Du bist gemutet. Bitte tu dir keinen Zwang an, ich guck gerne zu. Das heißt jetzt nicht, dass ich sportlich begabt bin. Nee, aber Ausdruckstanz von Frauen doch gucke ich mir gerne an. Hast du... Oh, ja. Gibt's bestimmt. Ich muss nur im Internet gucken, dieses ominöse Neuland da. Da findet man doch alles heutzutage. Nicht so mein Ding. Na, meins sowieso nicht. Umso besser, weg von den Büchern hin zum Tanz. Hilft uns beiden. Ist das gerade ein Flirtversuch? Wenn Scarlett rot werden würde, würde sie jetzt rot werden, schlägt so das Buch zusammen und wuselt nach draußen. Ja, verlassen wir die Szenerie mal. Ja. Und gehen dann, Ronan war noch nicht heute, ne? Ich bin genügsam, schieb mich einfach irgendwo hin. Das kenne ich, bin Ire. Der Spruch fehlte heute noch. Diese dezente Verwirrung, ja, Impala, genau. ja. Ronan habe ich ja hier einige Sachen noch aufgeschrieben. Was hättest du denn gerne? Ein Gespräch mit Joe oder das mit Ding mit dem Messer? Du bist gemutet, glaube ich. Die Frage ist, wer wäre dabei bei dem Messer? Das wird ja in einem Club stattfinden. Also Bruce möchte dabei sein, okay. Ich muss ja auf den alten Mann aufpassen. Ich würde also das auch anschauen. Also. Dann machen wir doch zuerst hier das Gespräch mit Joe und dann machen wir ein gemeinsames Gespräch nochmal. Ja. Dann können alle zugucken, wie du das Messer anfasst. Ja, wobei wir, dann müssen wir nur gucken, weil wir wollten jetzt gerade zu Scarlett, hatte sie ja eingeläutet und das ist ja dann wieder ein anderer Ort. Kriegen wir schon hin. Muss ja auch nicht am selben Tag stattgefunden haben. Ja, das stimmt. Wir sind heute ein bisschen sprunghaft in 4-Wochen-Rhythmus. Ja, also Gespräch mit Joe. Besuchst du ihn oder soll er dich besuchen oder wie hast du das geplant? Wie es ihm tatsächlich am liebsten ist. Wie er sich sicherer fühlt. Oder wie dann es taucht er irgendwann in Sams Club auf, fragt wieder förmlich nach, ob er eintreten darf. Und geht dann zu Ronan unten in die Überwachungskammer oder je nachdem, wo du mit ihm reden willst. Die mehr oder weniger Überwachungszentrale, die gerade im Entstehen ist. Du wolltest mich sprechen.
Okay. Das ist irgendwie ein bisschen awkward, aber gewöhn dich dran. Ich dachte mir, du hast bestimmt ein paar Sachen, an denen du dran warst, die du vielleicht nicht hast zu Ende machen können. Alte Aufträge oder so. Ich habe meine Aufträge immer abgeschlossen. Oder Dinge, die... Solltest du dir auch angewöhnen. Ja, ich fange gerade damit an. Mir ein System zu entwickeln. Das Ding ist einfach, du hast das Spielchen recht lange gespielt. Und solange es noch möglich ist, würde ich gerne deinen Rat einholen. Bezüglich. Dinge in dieser Stadt. Tabus, wenn du so willst, beziehungsweise Dinge, die man vielleicht wissen sollte, wenn man für die Sicherheit der ganzen Stadt und der kanidischen Bevölkerung verantwortlich ist. Lass das Ding unter der Stadt, wo es ist. Könnte es denn so einfach rauskommen? Seit ich hier bin, ist es nicht rausgekommen. Was weißt du über Frank? Der Maikaviana Primogen. Seine Domäne ist das Krankenhaus. Unter dem Krankenhaus ist das, was diese Stadt besonders macht. Er ist sozusagen das Element, was dafür sorgt, dass keiner von uns dahin kommt. Und das macht er gut. Er hat einen ähnlichen Ruf wie ich. Ein Regelsystem, was er durchzieht. Würdest du ihm lautere Absichten unterstellen? Würde keinem Vampir eine lautere Absicht unterstellen. Er macht auf jeden Fall in letzter Zeit einiges an Mist. Ist das so? Ich war ein bisschen beschäftigt in der letzten Zeit. Unterm Strich gefährdet er die Maskerade. Wodurch? Vermutlich das Erschaffen von Thinbloods. Woher weißt du das? Als ich in die Stadt gekommen bin, dieser Crash, an den ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann, und scheinbar auch sonst kaum jemand richtig. Ich war in dem Bus, weil in der Stadt, aus der ich vorher gekommen bin, einige durchgedreht sind, nachdem sie tolle Shots zu sich genommen haben. Die waren mit Kanitenblut versetzt.
Das Gleiche passierte einigen Teenagern. Deswegen hatte mich Veronica darauf angesetzt, dieser Aschemörder. Das sind Sinblats, die es wohl nicht gepackt haben bei Sonnenaufgang. Und es gab einen weiteren Bus, der Interieur vom Krankenhaus inne hatte und mit magischen und okkulten Runen bedeckt war innen drin. Alle Spuren deuten aufs Krankenhaus. Und da Frank da die Alleinherrschaft hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas unter seiner Nase passiert, von dem er nichts weiß. Vermutlich nicht. Deswegen meine Frage. Ich werde ihm auf den Zahn fühlen müssen, früher oder später. Das sehe ich ähnlich. Und ich dachte mir, vielleicht gibt es einfach einige Dinge, die du mir übergeben könntest oder wolltest, damit deine Besitztümer vielleicht auch nicht völlig verloren gehen. Wenn du nicht möchtest, dass sie in die Hände des nächsten Nosferatu-Primogens fallen. Ich habe eine Abschrift von dem, was ich zu vermachen habe, schon hinterlegt. Mein Theater bekommt Melke. Sonst besitze ich nichts, was es lohnen würde, weiterzugeben. Wie gut kennst du Wanze? Wie gut kennst du Sam? Gegenfragen sind immer total höflich. Ich würde mir anmaßen, sie relativ zu kennen. Dann weißt du, wie ich Wanze kenne. Wanze ist loyal dem Clan gegenüber. Alles Weitere interessiert mich nicht. Er ist einer der wenigen, die nie Scheiße gebaut haben. Von den Nosferatu in der Stadt weilen, von denen du weißt, wen würdest du als Primogen wählen, wenn du es könntest? Darüber habe ich mir in den letzten Wochen auch Gedanken gemacht. Offiziell weiß ich nur noch von zwei. Also, außer dir. Ich denke, nach dem Alter müsste es Wanze oder der Ausgestoßene sein, der mit Sam angekommen ist. Der Dicke. Aber da man Amanda auch gewählt hat oder bestimmt hat, weiß ich nicht, inwiefern Sabra das mit dem Alter aufrechterhält. Tja. Das wird früher oder später knallen. Hast du einen letzten Wunsch? Also einen, vielleicht was Persönliches oder so. Wenn da noch was von Sochi übrig ist. Weil auch wenn du der Sheriff dieser Stadt warst und dein Nosferatu und wie auch immer, bist du doch noch immer eine Person. Ist das so? Das sind wir alle. Nur über kurz oder lang neigen wir dazu, zu vergessen, wer wir sind und nur noch für unser Amt oder unsere Bestimmung zu leben.
Meinen letzten Wunsch wirst du hoffentlich erfüllen auf diesem Elysium. Ich will zu meinen Konditionen gehen. Verspüre den Drang zu gehen. Und wenn ich gegen die Barriere pralle, bin ich eh nicht mehr. Aber das will ich nicht. Mein Tod soll eine Relevanz haben. Wie hat es irgendein spezieller Wunsch, wie es passieren soll? So wie es am eindrücklichsten für alle anderen ist. So wie du denkst, dass du den meisten Respekt von den anderen bekommst. Gerne auch in einem Schaukampf oder so. Ja, da hätte ich wohl wenig Chancen. Das stimmt. Aber das müssen ja die anderen nicht wissen. Es reicht auch, wenn du weißt, dass du gewinnen wirst. Aber das überlasse ich dir. Du wirst schon wissen, wie du Eindruck schinden kannst. Hast du eine Ahnung, ob Edo wirklich den Ruf von Gehenna vernommen hat oder ob da noch was anderes im Spiel war? Deiner Meinung nach? Wenn er das gleiche Gefühl hatte, wie ich es gerade empfinde, dann hat er den Ruf wohl gehört und die Geschichten sind wahr. Ich weiß, dass es für euch Junge nicht nachvollziehbar sein muss, aber es fällt mir unglaublich schwer, jeden Abend aufzustehen und nicht zu gehen. Selbst heute habe ich mich bei unserem Termin darauf konzentrieren müssen. Und ich stand schon auf der Straße Richtung Wüste und bin dann umgekehrt. Das ist mir in den letzten Tagen öfters passiert. Glaubst du, dass er tot ist oder irgendwo dort draußen Dinge tut? Weiß es nicht. In der Stadt ist er zumindest nicht, denke ich. Hast du jemals selber nachgesehen, was unter dem Krankenhaus ist? Nein. Hat es sonst jemand jemals getan, von dem du weißt oder wüsstest? Edo und Graham. Glaubst du, er würde darüber erzählen, wenn man ihn danach fragen würde? Graham. Kommt drauf an, wie sehr er dir vertraut. Okay. Eigentlich ist es im Primogenrat Usus gewesen, damals, als wir darüber diskutiert hatten, dass wir das nie wieder zum Thema machen wollen. Alles so bleibt, wie es ist. Und Graham sollte dafür sorgen, dass es so bleibt. Willst du ein letztes Geheimnis erfahren? Was macht dich so sicher, dass ich es behalte?
Nichts. Dann gehst du jetzt fahrlässig mit deinen Geheimnissen um. Es kommt drauf an. Das ist aber vielleicht eins, das dich interessieren dürfte. Oder kleines Verrat. Du machst mich neugierig. Prenava ist kein Kainit. Was ist denn dann? Ich weiß es nicht. Ein Ghoul? Ehrlich gesagt, glaube ich, wenn er in der Lage war, Veronica zu täuschen, und das sehr lange, und alle zu täuschen, ich könnte mir vorstellen, ist aber auch nur eine Theorie, weil er schon wieder verschwunden ist, dass er das ist, woraus sich mein Clan ursprünglich gegründet hat. Lange her, seit ich mir über sowas Gedanken gemacht habe. Vielleicht kannst du es ja an geeigneter Stelle nochmal einstreuen. Wüsste nicht, welche Relevanz das haben sollte. Vielleicht nicht für jetzt, aber vielleicht irgendwann für den Clan. Verstehe. Informationen bleiben im Umlauf. Weißt du, Ronan, das Problem an Clan Asforato in dieser Stadt ist, seit der zweiten Inquisitionswelle und dem Shutdown der Camarilla, dass es für uns auch schwierig ist, Informationen mit dem Clan zu teilen, der außen ist. Ja, das glaube ich. Aber ich werde einen Menschen schicken. Ich glaube, Wanza hat einen Ghoul. Dann sehen wir uns vermutlich beim Elysium. Falls du sonst noch eine Frage oder Anmerkung hast. Mein Tipp: So sehr du auf deine Nettigkeit beharrst, als Sheriff ist nett sein kein guter Ruf. Ja, das habe ich schon häufiger gehört. Wenn du es nicht kannst, selber such dir jemanden, der deine ausführende Hand ist. Jemanden, der das kann. Jemand, der in meiner Stadt kaltherzig sein kann. Ja. Ja, habe ich ja schon gedacht. Aber pass auf, dass du die Entscheidung triffst. Ja. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde für den Clan ein eigenes treffen, bevor er meinem Ableben einberufen. Ich denke, Clan Nosferatu braucht auf jeden Fall Nachwuchs, wenn du verstehst, was ich meine. Ich werde auch mit Sabra darüber reden, ob es eine Erlaubnis gibt, aber selbst wenn es keine gibt, allein die Nachricht, die ich dem Äußeren zukommen lassen werde, wird wohl dafür sorgen, dass jemand kommt. Was ich weiß, ist, dass es Austausch gibt zwischen den Ventru und den Ventru draußen. Über Isaiah?
In der Tat. Dieser kleine Rotzlöffel. Isaiah scheint an dem Prinzen zu zweifeln. Falls dir das was wert ist, als Information. Das heißt, früher oder später wird was passieren. Ich denke, es macht einige Dinge einfacher. Für euch und eure Planerei. Mhm. Übernehmt euch nicht. Lasst euch Zeit. Und wenn ihr die Absetzung eines Prinzen organisiert, dann habt einen Plan für das danach. Und zwar einen sehr guten Plan. Verstanden. Die Vampire dieser Stadt sind nicht alle schlecht. Die meisten kommen mir eher lethargisch vor. Aber nicht unbedingt schlecht. Die meisten unserer Art sind lethargisch über die Zeit. Die Jungen halten an ihre Menschlichkeit fest, klammern sich daran wie an einen Strohhalm im reißenden Meer der Fluten. Die etwas älter sind, resignieren irgendwann und schlagen für eine Zeit ins Gegenteil. Meistens überleben sie diese Welle nicht. Und die, die es durch die Welle schaffen, werden meistens so wie ich. Und das sind die wirklich Gefährlichen, weil sie nichts mehr hält. Wenn sie sich nicht einen eigenen Moralkodex geben. Mit Amanda ist mein letzter Vermächtnis gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Im Nachhinein können wir mal nur auf das zurückblicken, was wir als Vermächtnis hinterlassen und hoffen, dass es gut war. Deswegen mein Versuch, dich in eine Position zu bringen, in der du agieren kannst. Vielleicht ist das ein Vermächtnis, das gut ist für mich. Denn das, was ich sonst versucht habe zu hinterlassen, mit Amanda, war nicht so von Erfolg gekrönt. Sie brachte einiges ins Rollen. Ja. Und eins noch. Vorsicht vor Malcolm. Er ist noch jung. Seiner Art. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mir Augen noch ein zusätzliches Paar Augen wachsen lassen muss. Ich denke, er vertraut dir nicht. Er hört darauf nicht auf mich, wenn ich ihm erzähle, das ist, was ich vorhabe. Und ich habe ihm gesagt, was auf dem Elysium passieren wird. Er war nicht begeistert. Und er ist mit meinem Plan nicht einverstanden, das solltest du wissen. Ich möchte aber auch, dass du weißt, dass er keinen Groll hegen wird. Niemand traut einem Tremere. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du ihm beweisen musst, dass du würdig bist für das, was du machst. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das so ein komisches Ding ist.
halte ihn aus seiner alten Feder raus. Vielleicht kriegst du damit seinen Respekt. Er hat jemanden hier in der Stadt, der einen alten Groll gegen ihn hegt. Oh ja, den kenne ich. Du könntest dir sicher sein Vertrauen einen Dolweit erkaufen, wenn du ihm hilfst, seinen Feind aus dem Weg zu schaffen. Ich habe mich vor dieser Lösung gescheut damals, weil ich nicht wusste, was Malcolm macht, wenn er keine Angst mehr hat. Verstehe. Naja, der Typ hat auf jeden Fall auch gesagt, dass sie es früher oder später austragen werden. Also Schlangen und Schatten. Was kann ich dir noch mit auf den Weg geben? Wo wir von Ponava geredet haben. Ponavas Ausbildungszentrum, kennst du? Ich weiß nur von dem Hotel. Der Bunkerkomplex kurz vor der Barriere in der Wüste. Dort ist sein Labor. Wenn man das so nennen kann. Jedes Mal, wenn ich da war, habe ich nicht viel vorgefunden, aber das heißt nichts bei Tremere. Er war auffällig oft dort bei seinem vorletzten Besuch. Bei seinem letzten, glaube ich, nur dreimal. Kennt Veronica das Versteck? Ja. Und deine Freundin auch. Gibt langsam eine Braue. Die Gefängniszellen. Sagt der alte Bunkerkomplex. Dann weiß ich noch jemanden, der es zumindest kennt. Das ist ein Ort, den kaum jemand kennt hier. Falls du mal irgendjemanden separieren musst, ist das ein guter Ort. Ich habe das zumindest genutzt für eine Zeit. Zumindest jemand aus der Graham-Sippe kennt ihn. Interessant. Ich denke, ich muss mir das mal ansehen. Danke. Den Segen der Nacht, Sheriff. Den Segen der Nacht. Schöne Grüße an die Harpie. Werde ich ja ausrichten. Und noch einmal meinen Dank, dass sie mich duldet. Ich glaube, sie mag dich sogar. Das ist ein Fehler. Sie ist noch jung. Dann geht er. Ja. Scheißen Dreck. Du bist gemutet, Corny. Wir haben es jetzt schon 10:30, aber ich könnte noch ein kurzes
Treffen von allen nochmal reinpacken, wenn ihr das mitmachen wollten würdet. Vielleicht machen wir die Seance wirklich dann nach dem Elysium oder so. Das ist, glaube ich, irgendwie am einfachsten. Weil vielleicht am... Ja. Vielleicht gibt es dann da auch noch mehr Geister zum Beschwören. Wer weiß, was passieren wird. Ja, einen toten Geist von Joe, der da rumfliegt. Der dann auch an Ronan dranhängt. So eine ganze so eine Gänsemarsch hinter Ronan hinterher, die ganzen Geister. Und hier noch so ein paar tausend untoter Insekten, die hinterher schwirren. Die nächste Folge wird die Elysiums-Folge des Zwergpaladin, genau, ja. Aber dann gehen wir dann einmal irgendwie zurück in den Club, wo ihr euch alle dann nochmal gemeinsam trefft und nochmal ein kurzes Gespräch haben könnt in der Vorbereitung aufs Elysium. Oder halt die Sache mit dem Messer können wir auch machen, wenn ihr wollt. Also das müsst ihr dann entscheiden. Messer wäre schon spannend. Tja, da sind wir jetzt, ne? Yep. Sollen wir es jetzt richtig spannend machen, oder? Du guckst dir das Ding an. Du bist nicht übermäßig hungrig, hoffe ich, weil sonst solltest du vielleicht vorher noch etwas essen. Das bin ich vermutlich gleich. Venta, bringen deine Mitarbeiter in Sicherheit. Die sind sowieso nicht da. Vielleicht sollten wir für Ronan mal immer so ein paar Notfall-Snacks in den Kühlschrank im Büro oben legen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Solange er nicht an den Mitarbeitern snacken soll. Warum nicht? Also, falls gleich was echt Komisches passiert, Schreibtischschublade auf, Machete auf den Schreibtisch. Wir sind vorbereitet. Du weißt schon, dass das ein bisschen beunruhigend mit dezent verstörend ist. Du hast damit angefangen, wenn gleich was Seltsames passieren sollte. Ich meinte vielleicht, dass elektrisches Licht flackert oder dass... Hey, das Garland ist da, das tut sowieso ständig. Das macht sich kaputt. Da haben die beiden recht. Auch du, Brutus. Ronan, besteht die Gefahr, dass davon irgendwas auf dich überspringen könnte? Kein Schimmer. Scarlett, falls ich mich gleich abspalten sollte und dann echt genervt hier rumschwebe, dann bind mich einfach irgendwo fest. Ich würde noch eine andere Schublade aufmachen und einen Flock rausholen. Sam? Wenn ich das richtig verstanden habe, tötet dich das ja nicht. Richtig? Ich hoffe es. Naja, wenn du ich wurde noch nie geflockt. Dann, also in der Theorie könnte man einen Vampir schon damit töten, muss halt nur oft genug zustechen. Echt jetzt? Ich will einfach nur eine Versicherung haben, falls doch irgendwas schiefläuft. Die La Sombra im Haus erspart die Axt im Wald. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Das könnt ihr aber mal laut sagen. Ja, du auch. Messer auspacken? Scarlett zündet im Hintergrund so ein paar Kerzen mit an, die sie noch übrig hatte. Brötschreck für alle, nein. Check. Das ist mal ein Rousen-Check. Okay. Scheiße. Das ist ein bisschen wie so ein wie eine Guillotine aus dem 18. Jahrhundert anzufassen, habe ich das Gefühl.
Hui. Rerollt oder nicht? Oh ja. Wie viel konnte ich jetzt? Eins? Kannst du auf jeden Fall drei. Hast ja vier Erfolge. Welche Rerollst du denn? Welche konnte ich hiervon? Alle Nicht-Hungerwürfel. Ich glaube, dann würde ich drei rerollen. Welche ist die Frage? Also willst du die 10 auch wiederholen? Nee, die nicht. Okay. Das wäre eine interessante Seance. Aber ich kann ja auch nur maximal 3, ne? Genau. Spannend, was das Tier macht. Ich habe so eine ganz böse Ahnung. Das Tier sieht einiges. Das ist ja jetzt die Frage. Aber okay, das wären im Ganzen 7. Und dann passiert etwas Unerwartetes. War, ihr braucht die Machete. Ronan konzentriert sich. Fasst das Messer an, hebt es auf. Streicht über den Schriftzug. Oh, Scheiße. Klappt dann das Messer komplett auf. Fängt an zu zittern, die Augen fangen an extremst grün zu strahlen, die Zähne kommen wieder raus. Der hält das jetzt direkt vor, fängt dann daran zu riechen und mit der Zunge über die Klinge zu lecken. Es ist wieder soweit, er dreht durch. Also es ist wirklich so, da dran hält und immer wieder da hoch und daran entlang leckt, von der Spitze bis zum Griff und wieder zurück. Ist das jetzt so ein Moment, wo wir eingreifen sollten? Ich schaue gerade auch so zu Scott und zu Sam. Würde mal nach dem Flock greifen. Wie hier Blut unterläuft, als sich ein bisschen das Rasiermesser, als auch seine eigenen Nägel so richtig heftig in seine Hände reingräbt. Also hier das Rasiermesser, wo dann noch Blut runterläuft. Ein bisschen Blut läuft aus dem Mund, weil er sich da auch geschnitten hat. Betty? Lass sie das alles machen? Lass sie ihn das alles machen oder greift ihr ein? Ich würde ihn machen lassen. Ich würde ihn sehr genau beobachten, aber erstmal noch machen lassen. Gardet macht einen Schritt zurück. Ich würde mich so ein bisschen neben Ronan stellen, so einen Schritt entfernt vielleicht. Das ist ja falls irgendwie. In Reichweite. Ja. Verkrampft sich komplett, der ganze Körper verkrampft sich vollständig. Ja, sag mir noch mal kurz, was du rein regeltechnisch jetzt erfahren kannst und dann sage ich dir, was genau passiert. Rein regeltechnisch. Letztendlich kann ich sehen, was der Gegenstand erlebt hat, wer ihn benutzt hat, in welcher Intention er benutzt wurde,
die vorherrschendste Emotion, während der Gegenstand benutzt wurde, ist permanent drin gespeichert. Theoretisch kann ich Eindrücke gewinnen, das liegt halt bei dir, wo der Gegenstand benutzt wurde, bei wem, mit wem. Also ich kann theoretisch auch einen Tatort sehen, wenn das da verwendet worden ist. Also ich kriege einen kompletten Flash. Und je mehr Erfolge theoretisch, desto länger geht das zurück. Mit als Beispiel war ja angegeben, mit 6 Erfolgen und mehr kann man bis zu 300 Jahre in die Vergangenheit gucken. Ja. Theoretisch. Also wie genau das ist, obliegt an dir. Ja, also was Ronan, ich denke mal dadurch, dass das Tier das Ganze jetzt macht, ist das ganz deine ganze Suche weniger geplant und gezielgerichtet als das, was Ronan vielleicht im vollen Begriff seiner geistigen Gesundheit hätte machen sollen. Das heißt, das, was Ronan wahrnimmt, ist eher so, wonach das Tier Ausschau hält. Und das, was Ronan davon mitbekommt, ist, dass sich erstmal so ein blutiger Schleier über dein Sichtfeld legt. Du Unmengen von Blut sehen kannst. Sodass es für dich fast schon so den Eindruck hast, als würdest du ertrinken. In einem Strom oder einem Meer von Blut. Für die drei, die außen sind, wirkt es vielleicht auch so. Ronan atmet ja nicht, aber er kriegt halt so Atem-Ein- und Aussetzer in dem Moment. Und man merkt, wie seine Lunge versucht, sich mit Luft zu füllen, aber naja, auch daran scheitert, dass sie halt tot ist. Dann kannst du irgendwann durch diesen roten Schleier hindurch eine Person erkennen, die sich zu dir umdreht, aber dessen Gesichtszüge du nicht wirklich wahrnehmen kannst. Du siehst zuerst dich selber, also Ronan, dann verändern sich die Gesichtszüge. Du siehst Bruce. Du siehst Scarlett, du siehst Samantha, du siehst Dr. Angela, du siehst Isaiah, du siehst Jelly, du siehst Kendra. Also diese Person verändert sich vor deinen Augen. Und die Gesichtszüge verschwimmen immer in sich über, sodass es teilweise sehr groteske Formen bildet. So die Nase von Scarlett, der Bart von Bruce, die Haare von Sam. Dazwischen wieder irgendwie so eine Wangenkontur von Isaiah. Alles verschwimmt miteinander. Und nach und nach legen sich andere Gesichter dazu. Zuerst von welchen, die du auch entfernter kennst, also Sabra und andere, die aus deinem Leben, dein eigener Sire. Graham. Und dann werden die Gesichter irgendwann unbekannt, aber wechseln ständig. Ständig wechselt es und in dir kommt das Tier, so ein innerer Trieb in dir hoch. Und die Emotion, die du am meisten verspürst, ist Neid. Und zwar nicht Neid auf irgendeine Sache oder irgendwie Geld oder so, sondern Neid auf Leben und Neid auf Wissen, wer man eigentlich ist. Und dann siehst du in diesem blutigen Soße, siehst du dich selber vor deinem Spiegel stehen, mit deinem eigenen Spiegelbild. Und dann siehst du das Messer, wie es über das Spiegelbild ritzt und den Spiegel zerschneidet. Und es gibt ein hohes, quietschendes, ekliges Geräusch. Dann macht es so einen Flash und du steigst durch den Spiegel hindurch und siehst nach unten und dann hast du das Messer nicht mehr in der Hand, sondern einen Fotoapparat, so einen ganz alten, ist der vielleicht aus den 30er Jahren, so einen dicken Kasten und
siehst diesen Fotoblitz, wie er irgendwie der dich fast blendet, richtest dann deine Augen von dem Apparat nach oben und siehst einen Galgen an dem Menschen baumeln. Und die haben Uniformen an, also gleichmäßige Uniformen. Wenn du näher hin siehst, sind es gar keine richtigen Uniformen, sondern eher so Lumpen. Aber alle gleich und jeder davon hat einen Stern aufgenäht auf der Brust. Einen gelben Stern. Und dann merkst du in dir drin, wie sich Gleichgültigkeit breit macht und du machst ein neues Foto. Und dann ist wieder dieses Neidgefühl da von nach Leben und danach zu wissen, wer man eigentlich wirklich ist. Dann durchschwimmst du einen weiteren roten See und siehst den Eiffelturm von der Ferne, siehst wieder auf die Kamera herab, siehst dann ein Paar vor dem Eiffelturm stehen und die Gesichtszüge verschwimmen und du siehst Sam und Andrew vor dem Eiffelturm. Und in diesem Augenblick warpst du quasi, also du bist einmal auf so einem Dach gestanden oder sowas, hast von Weitem hingeschaut und auf einmal stehst du direkt vor ihnen und machst ein Foto. Und die beiden lächeln dich an, kommen so zu dir hin und nehmen dich so in den Arm. Und wieder kommst du dieses merkwürdige Gefühl von, ich will das, was die haben. Und dann verschwimmt das ganze Bild und du siehst ein Labor. Du siehst große gläserne Ampullen, in denen Menschenleiber schwimmen in irgendeiner merkwürdigen roten Flüssigkeit. Zuerst ganz normal, das heißt normal, die Äderchen sind aufgeplatzt. Vielleicht ist sogar die Flüssigkeit das Blut der eigentlichen Körper, in dem sie schwimmen. Du gehst die entlang und mit jedem Körper, den du anschaust, siehst du, dass sie alle kein Gesicht mehr haben. Und dann siehst du, wie sie sich langsam verändern. Klauen. Buckel. Bis dann beim letzten Geschöpf ein tierischer Kopf auf dem Rumpf thront quasi. Haarig ist dieser Körper und hat einen Wolfskopf mit großen Zähnen. Und du bleibst davor stehen und schaust ihn dir genau an und es dich überkommt so ein schauriges Gefühl von Machtlosigkeit. Klopfst gegen das Glas und bist froh, dass es eingesperrt ist. Und das nächste, was du siehst, ist, wie du selber mit dem Messer an einer steinernen Wand kratzt. Du willst raus, du bist gefangen. Schaust zur Seite und siehst eine riesige schottartige Tür aus Metall und läufst dahin und ziehst das Messer mit diesem quietschenden Geräusch über das Metall. Dann drehst du dich um und siehst das Wolfswesen. Nicht das, was in dem Tank war, aber viel größer und viel dominanter und vor allem frei hinter dir. Siehst das große Maul mit den gefletschten Zähnen, wie es aufreißt und sich um deinen Kopf legt. Und zubeißt. Und du spürst, wie es sich anfühlt, zu sterben ein weiteres Mal. Und jetzt kannst du vielleicht beschreiben, was das mit dem äußeren Ronin macht, was die anderen davon
mitbekommen, wie du reagierst auf die Sachen. Jetzt so nach diesem Guggengeräusch immer wieder hat er kurze Phasen von kompletter Bewegungslosigkeit, wo er nur ein bisschen den Kopf hin und her gelegt hat und sich irgendwas scheinbar angesehen hat, was ganz weit weg war. Und plötzlich hat er das Rasiermesser hochgerissen und so ein paar Schnitte in der Luft gemacht. Überlege, weil Bruce steht ja nur eine Armlänge vor dir. Das heißt, er muss wahrscheinlich zurückspringen oder so. Ein Knurren, ein Fauchen. Der ganze Kiefer verhärtet sich noch mehr. Ron duckt sich immer im Stuhl weiter runter. Hat das Messer komplett umklammert. Und so dann hat irgendwann den Stuhl weggestoßen, ist in so einer hockenden Haltung, guckt dann nach oben, dreht sich dann um und fuchtelt wieder zwei, dreimal mit dem Messer in der Luft herum. Also nach außen wäre das jetzt ersichtlich, dass das eine Gefahr für Ronan und auch für andere ist, oder? In dem Fall würde ich gerne versuchen, meine Tentakel hinzurufen und ihn wirklich wie so ein Westpaket zu verschnüren. So pump. Ja, okay. Erstmal der Rouse-Check. Vielleicht ist dann genau die Szene, wo Ronan sich dann gefangen fühlt. So. Der Rouse-Check sieht schon mal gut aus. Ja. Das sind ein bisschen vier Tentakelchen für einen Ronan. Fünf sogar, oder? Ja, fünf Stück. Wird sowas von eingewickelt? Ja, kennt ihr vom Dschungelbuch, wie Ka Mowgli einwickelt? Genau so sitzt da jetzt Ronan, so von. Ja, für Bruce und Sam ist irgendwie das Licht, wird sich jetzt auch abdunkeln, während Ronan da so sitzt und sich schlägt mit dem Messer. Bruce so zurückschreckt und das Licht sich so zusammenzieht in dem ganzen Raum, einen einzigen dicken, knubbelartigen Schatten bildet, der sich daraufhin um Ronan herum wickelt. Und Ronan unglaublich anfängt zu brüllen und zu schreien. Und ich spaß mir mal, aber er geht komplett in Raserei. Da jetzt drauf zu würfeln. Also in dem Moment, wo die Tentakel wirklich einschließen, ist das erst Panik. Und dann absolute wildeste Raserei, schlimmer als jemals zuvor. Sie zerrt mit aller Kraft, was nichts bringt, aber an den Tentakeln. Ja. Ja, großartig, das war ja eine gute Idee. Das Letzte, was die drei hier sehen können, also was die nicht mal richtig genau sehen können, weil das ist ja jetzt dieses komplett, also nicht komplett dunkel, die Kerzen geben noch einen leichten Schein ab. So im Zwielicht dieses Raums mit diesen Schattententakeln um Ronan herum sieht man, wie sich erst auf der Stirn ausbreitend eine rote Linie bildet, die hier so an den Konturen des Gesichtes entlang fährt und sich einmal komplett hierhin zieht. Und ihr seht dann einen großen Schnitt, der sich manifestiert um Ronans Gesicht. Und würden die Tentakel ihn nicht zurückhalten, würde er sich wahrscheinlich jetzt das Gesicht vom Schädel ziehen. Zumindest ist das Ronans eigene Intention gerade in der Raserei. Eieiei. Lange kannst du ihn da so halten? Eine Weile. Ich hoffe, es reicht, bis er wieder zu sich kommt. Aber so oder so, es ist nicht angenehm für ihn, so gehalten zu werden. Hat er noch das Messer in der Hand? Wahrscheinlich. Das hat er bis zu dem, also ganz fest umschlossen. Also richtig gekrampft fest. Teilweise, dass die Klinge so einen Teil in die Haut einschneidet. Wahrscheinlich sind die Arme auch unter der Schattenbohr
Verborgene. Komme ich jetzt nicht ran. Sonst würde ich ihm das Messer aus der Hand nehmen wollen. Scarlett, kannst du mich an die Faust ranlassen? Probieren, das Messer aus der Hand zu nehmen. Also ich gehe da mal so drumherum, versuche so rauszufinden, welche Höhe das ungefähr ist und will die Schatten da so ein bisschen auseinanderziehen. Mach mal Strength und Brawl Ronin gegen Schwierigkeit 4. Weil momentan gibt sie dir eine Chance, dich zu befreien. Strength. Genau die Würfe, die wir vorhin geübt haben. Schafft er nicht mit 2 Erfolgen, es sei denn, du möchtest Willpower einsetzen, aber dann brauchst du selbst da, könntest du nur 3 machen. Also schaffst du nicht. Kommst nicht frei. Und Bruce, das, wie gesagt, total verkrampft Faust, in der dieses Ding ist. Willst du das mit Gewalt aufbrechen und das Ding rausholen? Kannst du ihm dabei die Finger aufbrechen, dann kriegst du es auf jeden Fall raus, aber dann sind die Finger halt gebrochen. Frage ist halt, wie du es sonst rauskriegen willst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gab es nicht einen Griff, wo man Nerven lockern konnte im Unterarm? Oder Ronan ist tot. Das ist vollkommen richtig, ja. Ja gut, aber wenn ich den da so sehe, dann probiere ich ihm halt, also ich werde wahrscheinlich erstmal probieren, die Finger so auseinanderzuziehen, je nachdem, wie stark er halt ist. Dann halt einfach nur irgendwie 1-2 Finger reichen, dass ich halt das Messer rausziehen kann, wenn ich dann noch weiter tiefer in... Wie gesagt, der hält das so krass fest, dass er sogar die Klinge in seine Hand einschneidet. Bruce, mach es auf. Ja. Es wächst wieder. Es wird wieder heiler. Sei vorsichtig, dass du dich nicht an der Klinge schneidest. Wer weiß, was das machen würde. Ja, dann. Strength und Dexterity. Müsste Bruce eigentlich ganz gut können. Strength, ja, Dexterity nicht so. Schlagt ihm doch einfach die Hand ab. Sag mal, geht's noch? Das wäre so ein Sam-Move, hätte ich ja jetzt auch zugetraut. Nee, es steht ja bald das Elysium an. Da braucht der Sheriff beide Hände. Sonst wäre das tatsächlich in den Optionen drin gewesen. Ich reroll mal die 3. reichen die? Ja, also du brichst ihm sowas von die Finger auf. Also das ist... du kriegst das Messer da ohne Probleme raus. Irgendwie, du hast deine Kraft wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Ich meine, Rhone ist auch mein Freund, ne? Also ich will dann wirklich einfach nur. Ja. Es gibt laute, knackende Geräusche und einen schreienden, vor Schmerz aufschreienden Ronan, vielleicht genau in diesem Augenblick, wo das Gebiss sich um den Kopf von Ronan schließt und du dieses Todesgefühl hast. Macht es diese knackende Geräusche, das Messer fällt zu Boden und diese Vision hört dann auch auf. Und Ronan erschlafft. Messer fällt zu Boden. Also Ronan ist nicht, ist, ich würde jetzt einfach mal sagen, du gehst jetzt irgendwie in so eine Pseudo-Starre. Wie Bewusstlosigkeit gibt es ja nicht in dem Sinne, aber mit dir ich im Ronan. Ich werde mal wieder verpacken und zurück in den Safe legen. Ich fasse das nicht mit blanken Fingern an, sondern mit irgendeinem Tuch oder sowas. Ich kenne mich ja auch so minimal ein bisschen mit Medizin aus. Wird immer Roland mal so erste Hilfe, also auch mit dem Gesicht das angucken, verbinden. Wenn ich weiß, wie ich die Finger und sowas, dass ich nicht schieden soll oder so. Provisorisch, dann will ich das machen. Was Bruce jetzt wahrscheinlich noch sieht, also Sam wird ja da wahrscheinlich den Raum verlassen. Achso. Wenn Scarlett da jetzt so langsam auf Ronan zugeht und so schon fast ehrfurchtsvoll legt sie so diese Hände auf diese Schatten, Boa, wie du es ja eben genannt hast, du siehst wirklich diese stolze Glitzern in ihren Augen und wie dann diese Boa quasi wie aus dem Märchen, wenn sich diese Fesseln lösen und dann so ins Nichts nach unten gleiten und durch den Boden dann brechen. Und du siehst einfach, Scarlett ist gerade stolz wie Bolle. Das ist so, Sophie hat sie noch nie beschworen. Probiert's mit dem Ihre, den könnt ihr ja zerquetschen, brechen, das macht ja nichts. Wahrscheinlich achte ich da nicht mal so sehr drauf, weil ich halt
darauf ja. gucke, dass ich dieses, ne, aber ja. Dieses Wrack da vor mir ein bisschen. Ja, also ich würde jetzt irgendwie auch mit Blick auf die Uhr vielleicht noch mal ein bisschen vorspulen, bis Ronan wieder zur Besinnung kommt und euch erzählen kann, was er gesehen hat, wenn er das denn möchte. Und dann machen wir danach Schluss. Scheiße. Also das hat etwas definitiv in dir hinterlassen. Wenn nicht nur ein Eindruck, aber du wachst selbst mit diesem Gefühl immer noch auf, dieses nicht, du weißt in einem kurzen Augenblick nicht, wer du bist. Total verwirrter Blick in die Runde. Ronan? Also er spricht zwei, drei Ätze mit einem fragenden Blick auf Gälisch. Schaut zu Scarlett. Spricht er schon in Zungen? Bitte auf Englisch. Wo bin ich? Was ist passiert? Ich glaube, du hast einen Blick zu tief in dieses Messer geworfen. Sind wir noch in Paris? Nein, wir sind noch im Club. In Sam's Club. Die Stadt ohne Namen. Du weißt noch Bescheid? Das Bild. Ich habe das Bild gesehen. Was für ein Bild? So mit schwacher Handrichtung Sam. Vor dem Eiffelturm. Blick zu Sam? Ich habe das Bild gemacht. Das Foto von Andrew und Katharina vor dem Eiffelturm? Die Toten. Wie ihre Zungen immer länger wurden, als ihr Genick nicht brechen wollte. Der gelbe Stern auf ihrer Brust. Dieser Leid. Oh Gott. Blut. Immer mehr davon. Dinge in den Kolben. Der Wolf. Ist der Wolf da? Hier ist kein Wolf. Er wollte mir den Kopf abbeißen. Nein, er hat mir den Kopf abgebissen. Du hast deinen Kopf noch auf den Schultern. Hier ist definitiv kein Wolf. Okay, Bruce, ja, kriege ich vielleicht ein bisschen nach Hund, aber... Mhm. Kein Teil von uns kann nicht teillassen. Liebe, was ist Liebe? Was ist dazugehören? Hat dieses Blut, so viel Blut. Oh Gott, bleibt das jetzt so? Ja. Hoffentlich, das wäre kontraproduktiv. Mehr zu dein verficktes Schwimmbad passt. Ich gehe mal ein bisschen näher zu Roll and Run, hock mich so ein bisschen hin, dass so unsere Gesichter auf einer Ebene sind. Ronan, ich fasse so in die Schulter. Ich will mir nicht aushören, was du gesehen hast. Aber. Mach es nicht auf. Okay, was? Nicht auf. Er ist dahinter. Mit dem Messer hinter der Tür. Er schneidet sich durch die Tür. Er versucht es immer wieder. Wer? Ich. Ach komm, du sitzt hier im Büro. Wer? Was hast du gesehen? Das ist die große Frage. Wer? Wir alle. Ich. Wir alle. Von euch. Vielleicht war es auch Angela oder Isaiah. Ja, die waren auch da. Wir befreien was? Alle.
Alle sind sie Teil hiervon. Wir sind es, es sind sie, wir sind alle. Gibt es hier einen guten Psychologen in der Stadt? Überlege gerade, ob es eine gute Idee wäre, Jelly anzurufen oder ob wir das hier lieber verschweigen sollen. Sie kennt ihn, sie weil kann ihn bestimmt glücklich beruhigen. Wie ihr ausgesehen habt. Das mit der, das was er vorhin gefaselt hat mit der Liebe, vielleicht sollten wir sie echt, ihr echt Bescheid zu geben. Vielleicht hilft das ihm ein bisschen. Neid. So viel Neid. Neid. Missgunst, Neid. Nicht dazugehören. Immer allein, immer abseits, immer Außenseiter. Das Blut. Sagt ihm, dass er nicht allein ist. Sagt ihm, dass Jelly sicher bald kommt. Blut. Ronan. Denk an Jelly. Oh, sie war auch da. Sie war auch da. Und Kendra war auch da. Sie sind alle da. Zusammen fliegen wir. Ronan, sollen wir sie holen? Sollen wir Jelly holen? Macht solche Experimente. Experimente? Bei ihm ist ordentlich eine Sicherung durchgebrannt. Das kannst du aber laut sagen. Ihr Blut. Ich denke mal, Ronan wird sich dann in Embryonalhaltung zusammenrollen. Vielleicht sollten wir seine Mutter anrufen. Immer wieder was von Blut und Wolf faseln. Wann ist nochmal das Elysium? So sollte der da nicht auftauchen. Ja. Dann können wir das mit dem Respekt ganz vergessen. Ich habe eine tolle Idee für den Übertritt von Joe. Ja. Vielleicht können wir das ja schreiben. Wir machen so eine How I Met Your Mother Nummer. Weißt du, Ronan einfach in Starre gepflockt und er hängt dann immer noch irgendwie so. Ich glaube, wir verlassen die Szenerie heute mal mit dem in Embryonalstellung zusammengekauerten Ronan. Vielleicht in dem Augenblick, in dem Sam Jelly anruft und irgendwas irgendwie in den Telefonhörer brüllt von komm sofort oder so. Oder vielleicht, weiß nicht, wie ob Sam das so machen würde. Vielleicht ist er auch ein bisschen ruhiger. Und mit dem verstörenden Einblick eines Tremere, der seine eigenen Kräfte ein bisschen übertrieben hat. Und wie der Chat es schon so richtig sagte, schau nie zu tief in den Kopf eines Macavianers, obwohl er hat noch nicht mal in den Kopf geguckt, er hat nur auf das Messer des Macavianers geguckt. Ja. Vorsicht mit solchen Kräften. Ich denke, das wird Ronan eine Lehre sein. Missgemutet, Ronan. Sprache verschlagen. Bei ja, Feramin ist ja sowas Ähnliches passiert mit zu viel Erfolgen bei einer Probe. Du hättest den Crit ja auch wegmachen können. Also, nee, das war zu genial, die Situation einfach. Ja. Genial, fantastisch. Das Schöne ist ja, ich weiß ein bisschen was vom Hintergrund, deswegen war das schön. Unser Sheriff ist sabberndes Gemüse, ganz fantastisch. Ja. Okay, jetzt, wir haben es schon kurz nach 11. Irgendwann sagt meine Frau auch, dass sie ins Bett will, deswegen müssen wir jetzt hier dann leider abbrechen. Die nächste Folge wird dann die Elysiums-Folge sein und dann schauen wir mal, ob sich Ronan bis dahin eingekriegt hat. Das klären wir dann alles offscreen. Und ich danke schon mal, dass ihr mitgemacht habt. Danke euch da draußen, dass ihr zugeschaltet habt und so fleißig kommentiert habt. Das ist immer sehr, sehr schön, irgendwie wie ihr mitleidet und miträtselt und mitschreibt im Chat. Danke, danke, danke. Mehr davon bitte. Davon kann ich nämlich nicht genug kriegen. Das ist sehr, sehr schön. Danke schön, dass ihr das macht.
Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch auch einen Kommentar unten drunter. Seht vielleicht, wenn ihr das wisst, was Ronan dadurch litten hat, von Spoilern ab. Vielleicht weiß der ein oder die andere noch nichts so viel. Auch mal eine Sache, die man hier spoilern könnte, wenn man denn wollte. Genau. Ansonsten geht's in 2 Wochen dann weiter, hoffentlich. Wenn nichts Großes dazwischen kommt, schaffen wir das auch. Und drückt mal auch mit die Daumen, dass Feder und Pölle mit dabei sein können. Da beim Pölle ist es noch ein bisschen wackelig. Feder sieht es, glaube ich, ganz gut aus noch. Das heißt, wir haben dann volles Haus bei der Elysiums-Folge. Schauen wir mal, wie es dann wird. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, schaut auf dem Nordpol vorbei. Da gibt es einen großen Eventkalender und ab dem 1. Dezember gibt es auch im, einen Adventskalender, wo jeden Tag euch sich ein kleines Rollenspieltürchen öffnet und ihr ein bisschen bespaßt werdet. Unter anderem auch mit Aktionen von Mondi und Rerion und ich glaube Kakko auch. Und genau, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich noch schaffen, irgendwie eine Aftershow aufzunehmen. Wundert euch nicht, wenn keine kommt. Sorry nochmal für die letzte Aftershow. Da habe ich vergessen, Ton anzumachen. Ich gelobe Besserung. ich glaube, es war auch nur der Zwergpaladin, der es gesehen hatte. Hat direkt runter kommentiert, man kann euch nicht hören. Da habe ich es direkt wieder runtergenommen, weil hat ja keinen Mehrwert. Irgendwie die wenigsten von euch können Lippen lesen. Ihr werdet nie erfahren, was wir besprochen haben. So, ja, trotzdem vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, ihr Patreons da draußen. Wenn ihr auch Patreon werden wollt, schaut doch mal da vorbei. Da gibt's nächsten Monat gibt es auf jeden Fall wieder eine neue Blood and Sand Kurzgeschichte. Dieses Mal geht's um Jelly und was sie so treibt, wenn sie nicht mit der Gruppe unterwegs ist. Außerdem gibt es nächsten Monat auch wieder einen Koala-Vlog, denn ich hab die Anfrage von ein paar Leuten geschickt bekommen, die wollen doch mal wissen, wie das so hinter den Kulissen aussieht, wenn ich streame. Und da habe ich versucht, so ein bisschen was zu zeigen. Wenn euch sowas interessiert, könnt ihr da mal reinzappen. Genau. Alles kann, nichts muss. Schaut euch das an, wenn es euch interessiert, dann sind wir froh darum, wenn ihr uns unterstützt. Wenn nicht, dann unterstützt uns dadurch, dass ihr das weitererzählt, dass ihr das toll findet hier oder dass ihr kommentiert und ein Like da lasst. So. Rerion. Was gibt's morgen so Schönes bei dir? Gibt's überhaupt morgen etwas auf deinem Kanal? Bei Mittwoch gibt's was Mittwoch auf meinem Kanal. Und zwar geht's weiter mit der Simjala-Kampagne. Und wenn alles glatt geht und alle fit sind und niemand die Arbeit einen Strich durch die Rechnung macht, begeben wir uns in das Lager der Zahoris. Da gibt's ein bisschen Zahori-Action. Ja, DSA, die Simjala-Kampagne, kann ich nur empfehlen. Ich bin stark dabei aufzuholen. Ich habe es diese Woche geschafft, 2 Folgen zu schauen. hole langsam auf und bin bald irgendwie wieder aktuell. Und es macht sehr viel Spaß. Also schaltet Mittwoch ein beim Rerion bei den Simjalas. Der Kakko, was gibt's bei dir demnächst so? Was liegt an? Ja, leider auf meinem Kanal immer noch etwas brach, aber ich bin das erste Mal auf einem anderen Kanal noch zu sehen, und zwar, meine ich, wenn sich nichts geändert hat, ansonsten spreche ich nochmal mit ihm, bin ich am 3.12. zu sehen beim D-Rex, da spielen wir nämlich Hexen 1733, da bin ich mal sehr gespannt, das habe ich nämlich noch nicht so häufig gespielt, aber ist sehr cool. Ja, das ist, glaube ich, das nächste, wo man mich dann sehen könnte, am 3. Gut. Und Mondi, gibt's wieder Among Us oder was gibt's demnächst bei dir? Also am Mittwoch geht's dann weiter mit unserer ganz toll herzzerreißenden Liebesgeschichte von Vampiren, dieses super tolle Wimmelbildspiel. Und Pen & Paper technisch gibt's dann das nächste am 15. Dezember zum Adventskalender-Türchen. Seid gespannt. Mhm. Ja. Eramin könnt ihr auch folgen auf Twitter. Die postet lustige Dinge
und immer einen Blick wert, ihr Twitter-Profil. Also wenn euch interessiert, wo sie das nächste Mal auftaucht, wo ist denn das nächste Mal? Wo tauchst du das nächste Mal auch auf? Mittwoch? Woche im Jahle. Ja. Wenn ihr keinen Stream verpassen wollt mit Feramin, dann ist das die Go-To-Adresse, ihr Twitter-Profil, weil Feramin-Fans wissen das sowieso schon. Und wenn ihr jetzt erst einer werdet, dann ist das sowieso gebongt. Alles klar. Wir sehen uns wieder in dieser Zusammensetzung oder in größerer in 2 Wochen. Nächste Woche gibt es bei mir wieder DSA. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restabend, Tag, Woche oder sonst irgendwie was. Bleibt gesund. Wir wünschen den Segen der Nacht und verabschieden uns für heute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.